So, und dann starte ich auch schon mal durch, ganz kurz mit der Einleitung, einen wunderschönen guten Abend heute zum Live-Trading-Webinar hier zur FED-Zinsentscheidung. Heute ist der 30.10.2019 um 19 Uhr, also quasi in gut 10 Minuten wird hier in den USA entschieden, ob die Zinsen erneut, jetzt ja dann mittlerweile zum dritten Mal um 25 Basispunkte gesenkt werden. Wir werden das live kommentieren, werden natürlich auf die Märkte schauen, werden schauen, was machen die Märkte daraus aus dieser Zinsentscheidung. Werden sie stark bewegen, wenig bewegen, können wir daraus gegebenenfalls Trades ableiten. Der Andreas Müller alias Bernecker 1977 wird hier heute sein Können unter Beweis stellen und hier entsprechend traden. Ich werde im Hintergrund sitzen, auch vielleicht den ein oder anderen Trade machen, vielleicht euch auch zeigen, mal schauen. Also zwei Leute, die jetzt hier heute quasi on air sind und mit euch zusammen diese Zinsentscheidung durchgehen. Ihr seid bei JFD, dem Broker, Multi-Asset-Expertise, 1500 Instrumente in 8 Anlageklassen. Also ihr könnt quasi alles hier bei JFD handeln, unter anderem eben auch kostenlose Aktienhandel und Kryptohandel. Also ich habe diverse Möglichkeiten bei JFD und wer weiß, oder wer mich kennt, der weiß, dass ich ja auch sehr vieles von diesen Produkten schlussendlich in den Livestreams, im Live-Trading-Room etc. handle. Ich werde da nachher natürlich nochmal drauf eingehen, euch das zeigen, wo ihr das finden könnt, wenn ihr das noch nicht kennt. Ganz kurz der Risikohinweis, bevor wir durchstarten an dieser Stelle, lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops immer arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was wir hier sagen, an Setups formulieren und eben auch gegebenenfalls vortraden, dass ihr das definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, könnt ihr die natürlich im Webinar stellen oder natürlich hier auf der Website jfdbank.com. Hier findet ihr noch diverse Informationen und Hinweise zum Broker und natürlich auch zum Trading. Das zum Risikohinweis und dann switchen wir mal direkt auf die Märkte. Und ich würde jetzt dann auch an dieser Stelle schon mal das Zepter an Andreas übergeben wollen. Ich würde hier den Bildschirm mal teilen, ihn zum Moderator ernennen und dann geht es auch von seiner Seite los. Ich werde das jetzt hier mal kurz machen und dann sollte jetzt hier auch dann schlussendlich der Bildschirm von Andreas gleich zu sehen sein. Gebt mir dazu dann mal ein Feedback. Ich werde mal Andreas das Mikrofon freischalten, dann sollte er auch zu hören sein und ich sehe seinen Bildschirm auch schon und er sollte jetzt dann auch gleich zu hören sein und dann herzlich willkommen, Andreas, an dieser Stelle zum, mittlerweile zum vierten Mal die FED-Zinssitzung, fünftes Mal, wie vierte Mal ist es jetzt schon hier mit JFD zusammen? Also ich glaube, ich bin öfters dabei als der Paul, kann er sein? Sehr gut, sehr gut an dieser Stelle. Und was hast du jetzt an Expertisen für die FED-Zinsentscheidung? Wie sind deine Ideen? Wir starten ja in 8 Minuten. Es ist ja jetzt erstmal schon mal wichtig, das kurz zu fokussieren an dieser Stelle, bevor es dann auch gleich losgeht. Ja, also ich denke, es dürfte heute sehr, sehr spannend werden, weil heute auch eine Zinssenkung erwartet wird. Also das Gros der Marktteilnehmer sieht hier, dass es noch einmal einen Zinsschritt nach unten geht in der amerikanischen Zinspolitik. Und ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin sehr zwiegespalten, ob das wirklich der richtige Weg ist, ob man wirklich die Zinsen senken muss. Also wenn es nach Donald Trump geht, dann sollten die Zinsen ja wirklich auf in den negativen Bereich gehen, dann nimmt sich da Europa als Vorbild, wobei die Wirtschaftslage ja eine ganz andere ist. Das sind wir ja schon hardcore quasi eingestiegen, das Thema. Ich habe da mal ein bisschen was vorbereitet. Und zwar, wenn man sich die Wirtschaftsdaten anschaut, hierzu folgende topaktuelle Folie. So wurde ja heute das Bruttoinlandsprodukt vermeldet, das annualisierte. Und man sieht ganz deutlich, dass der Wirtschaftsaufschwung intakt ist. Also wir haben die längste Aufschwungphase der amerikanischen Wirtschaft seit, nicht nur ich denken kann, seit es die amerikanische Wirtschaft gibt oder seit sie aufgezeichnet wurde, sagen wir es mal so rum. Im ersten Quartal gab es noch 3% Wirtschaftswachstum, im zweiten 2% und jetzt im dritten wurde gemeldet 1,9, was, wenn man die Zahlen untereinander liest, natürlich etwas schwächer ist, aber das sind Quartalszahlen und erwartet wurde nur eine 1,6.
Und wenn man sich das quasi anschaut seit 2016, also seit der letzten kleineren Krise, muss man schon fast sagen, so ist die amerikanische Wirtschaft doch unter Volldampf. Und das zeigen ja auch die Aktienmärkte, dass wir auf Allzeithochs notieren im S&P 500 oder auch im S&P 1500, um mal jetzt noch einen anderen Index mit reinzubringen, der sonst nicht immer so getriggert wird. Oder auch der Nasdaq, der Technologieindex, die Börse steht halt komplett unter Strom. Ja, und um die Zins nochmal sich genau anzuschauen, wie sie international im Vergleich sind, habe ich auch diese Folie hier nochmal mit aktuellen Daten aufbereitet. Von finanzen.net ist das Bild entnommen, um die Quelle nochmal entsprechend zu würdigen. Also Japan liegt schon ewig am Boden. Europa liegt auch stark am Boden beim Leitzins. Das ist hier blau eingefärbt, sogar im negativen Bereich. Und selbst wenn Mario Draghi diesen Monat zurücktritt, der ja für eine ultralockere Geldpolitik stand, heißt das nicht, dass die Zinsen im Euroraum nach oben gehen, sondern Christine Lagarde wird wahrscheinlich in seine Fußstapfen treten und das Ganze noch eine Ecke verschärfen. Und in den USA wurde ja schon gefordert nach neuen Möglichkeiten. Also da gibt es Themen, die ich vielleicht später nochmal ansprechen werde oder mit dir diskutieren, mein lieber Markus. Was kann man denn noch machen, um die Wirtschaft noch weiter anzukurbeln? Ich finde, wenn man sich die Zahlen anschaut vom BIP in den USA, die Wirtschaft läuft. Ja, also man muss meines Erachtens, ich bin jetzt kein Notenbanker, aber meines Erachtens muss man nicht senken, auch wenn Donald Trump das anders sieht. Und wir können gerne diskutieren, was es für Möglichkeiten gibt, um die Wirtschaft weiter anzuheizen. Ja, wenn man das auf Europa bezieht, wo soll es hingehen? Also wir sind im negativen Zinsbereich. Wir sind auch schon so weit, dass einige Volksbank, Raiffeisenbanken Guthaben mit Negativzinsen belegen. Also wer dort mal seine sauer verdienten 100.000 Euro geparkt hat, der hat vielleicht ein Jahr später nach der Zinsabrechnung nur noch 999.000 und ein paar zerquetschte auf dem Bankkonto liegen. Und währenddessen dies passiert, steigt die Bilanzsumme weltweit an. Also nicht nur die der Fed, sondern auch die der EZB. Wir sind in den magischen 5-Billionen-Bereich der Bilanzsumme vorgedrungen. Und das gab es eben noch nie. Und das macht mich auch ein bisschen skeptisch, auch ein bisschen traurig, dass es so ausgeweitet wird und dass so eine Art Selbstbedienungsmentalität, muss man schon fast sagen, der Notenbanker ist, weil so eine Bilanzsumme ist ja Papier, ist ja geduldig, die kann ja bis ins Unendliche ausgeweitet werden, möchte ich fast meinen. Oder was denkst du, mein lieber Markus? Theoretisch ja, und um das jetzt vielleicht nochmal aufzufassen, ich meine, wir müssen in 4 Minuten mal auf den Markt schauen, aber Klar. grundsätzlich ist ja die große Frage jetzt in Amerika, jetzt mal unabhängig, ob die Fed dort auf Zahlen schaut oder nicht, inwieweit ist sie dann doch im Endeffekt vielleicht abhängig oder inwieweit lässt sie sich von Donald Trump beeinflussen? Das ist ja auch so ein Punkt, den ich mir immer stelle. Denn ja, er beeinflusst ja schon sehr, sehr stark. Er fordert, dass die Zinspolitik oder beziehungsweise die Fed die Zinsen senkt, dass es nach unten geht, wie du ja gesagt hast. Und hier ist auch eben so ein Punkt, lässt die Fed sich vielleicht doch indirekt dort von Donald Trump lenken? Na, das ist ja immer so eine große Frage. Und ich bin fast der Meinung, es ist schlussendlich so. Ja, wenn er jetzt nicht so vehement dort ja auch per Twitter teilweise, also Dinge, die es ja vorher auch nie in dieser Art und Weise gab, ja, dass ein Präsident quasi auf diesem Wege richtig die Fed nötigt, teilweise dort eben an der Zinsschraube zu drehen, ob da eben wirklich die Unabhängigkeit der Fed noch so gegeben ist, wie sie eigentlich sein sollte. Ne? Das stimmt. Also das hat es noch nicht gegeben und ich glaube, das wird es dann auch in den nächsten Jahren nach Trump nicht mehr geben, weil das gehört sich einfach nicht, dass eine unabhängige Notenbank letzten Endes durch Politiker beeinflusst wird, weil die Notenbanker sind natürlich in der Bredouille. Auf der einen Seite möchten sie nicht ihren Präsidenten enttäuschen. Sie haben ja auch irgendwann mal einen Eid geleistet. Auf der anderen Seite möchten sie natürlich auch nur auf Basis der Daten und ihres Wissens diese Entscheidung fällen. Sie müssen ja dann auch am nächsten Tag wieder in den Spiegel schauen können. Und wenn dann ein Präsident entsprechend Druck macht, dann ist das nicht gut. Also dann den Job möchte ich auch nicht tun. Also dann machen wir lieber Webinare, als über die Zinsen zu entscheiden. Das ist, glaube ich, Richtig. weniger
Riskant. Richtig. Apropos riskant, es war heute schon richtig Action im Markt. Ich habe deine Zwischentöne gehört, dass du den Markt sehen möchtest. Und hier ist er, der Markt. Ich habe mein Screen wie folgt aufgeteilt. Ich schaue auf einem Monitor fünf Märkte. Insofern braucht man nicht zu denken, dass Profi-Tools im Sinne von einer Monitorwand zwangsläufig nötig sind, um am Kapitalmarkt aktiv zu werden oder um handeln zu können. Ich schaue mir das auf einem Monitor an, dann habe ich auch alles ganz gut im Blick, ohne meinen Nacken verrenken zu müssen. Rechts der US-Tech Cash, also quasi der Nasdaq, ganz groß der Dow Jones, um den soll es ja heute vorrangig gehen. Rechts unten der XAU-US-Dollar, also quasi Goldpreis zum US-Dollar. Daneben noch ein bisschen der DAX, der ja noch mitläuft über die Futures. Xetra handelt schon zu. Und links im Augenwinkel habe ich den Euro-US-Dollar. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Märkte, die man beobachten könnte, aber das sind für mich so die Hauptmärkte, die ich triggere und auch handle. Und da fällt natürlich gleich auf, dass wir heute Vormittag eigentlich da standen, wo der Dow Jones gestern schon eröffnet hat und gestern auch geschlossen hat. Also gestern war wenig Bewegung im Dow Jones. Danach kam es nach der Eröffnung zu einem massiven Abverkauf. Die Zahlen des BIPs wirkten nach. Es ging wieder nach oben, noch mal etwas tiefer. Und diese Schwelle, diese 27.110, wurde noch einmal erreicht. Also das ist immer eine interessante Kiste, wenn der Markt noch mal diese Schwelle ansteuert. Jetzt kam die Meldung raus. Markus, wenn du sie vor mir hast, ruf sie ruhig rein, Ich schaue noch denn gerade, die blinkt bei mir noch nicht. noch nichts. Die erste Bewegung sollte man auch nicht als Trader unbedingt nutzen, denn sie ist in der Regel nicht die, die einen nachhaltigen Ausbruch bringt. Auch das sehen wir heute wieder. Das heißt dennoch nicht, dass ich hier in der ersten Kerze gleich kontra gehe. Auf alle Fälle ist die Meldung, wie auch immer sie jetzt rauskam, vermutlich den Dollar gut, denn der Euro gibt nach, der Euro gleich auf einem Tagestief, wie man sieht. Gold gibt auch nach und am Aktienmarkt passiert nicht viel, etwas leichter, aber noch keine neuen Tagestiefs. Die kann man sich hier übrigens auch per Indikator nochmal anzeigen lassen. Das werde ich nachher nochmal vormachen, wie man sich die Charts hier entsprechend pimmt. So, die FED senkt den Leitzins, wie erwartet, um 25 Basispunkte. Dann vermelde ich das eben, wenn der Markus noch am Jetzt habe ich es auch Briefkasten gerade schaut, ob genau schon die Zeitung da ist. Alles gut, morgen früh liest es ja in der Zeitung. Alles Richtig, genau. gut, kein Stress. Also auf 1,75 ist der Zins gesenkt worden, wie erwartet. Die Märkte, da es innerhalb der Erwartung war, schlagen jetzt keine Purzelbäume. Also es war jetzt nichts Überraschendes. Es wird sich die nächsten Minuten auch einpendeln, denke ich mal. Vermutlich auch um den Stand, wo der Index vor der Zinsentscheidung stand. Und dann ist das eigentlich Spannende ja nicht die Entscheidung, sondern die Pressekonferenz, die dann immer eine halbe Stunde versetzt stattfindet. Also US-Zinsentscheid Rosengreen und George tragen die Entscheidung nicht mit. Sie haben sich für die Beibehaltung des Leitzins ausgesprochen. Das ist auch das, was ich vorhin formuliert habe aus meinem jugendlichen Leichtsinn heraus, dass ich nicht denke, dass die US-Wirtschaft starke Zinssenkungen und Impulse benötigt. Und gibt es dann doch einige im Gremium der FOMC, die das genauso sehen wie ich. Das beruhigt mich ein bisschen. Da bin ich zumindest kein totaler Newbie mit meiner Meinung. Ja, der Markt pendelt sich mehr oder weniger ein. Das warte ich auch immer ab. Also das heißt nicht, dass ich nicht gewillt bin, im Live-Trading zu handeln, sondern die ersten Bewegungen sind relativ erratisch. Alle sitzen vor den Monitoren, warten das Event ab und beurteilen es dann letzten Endes. Und die Algos werden einige Minuten versetzt, dann in der Regel angestellt und reagieren auch nicht auf die ersten Kursschwankungen. Insofern ist hier keine Eile geboten und man kann eventuell auch noch ein bisschen den Chart pimpen. Hier gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass man Trendlinien einzeichnet. Ich male mir ganz oft, oder zeichnen ist das bessere Wort, ich zeichne mir vielmehr die Tageshochs und Tagestiefs ein. Da gibt es verschiedene Objekte, die man danach auch noch sieht und einzeln rauslöschen kann als Tagestief, oder der Bereich des Tagestiefs ist fast schon die Runde 27.000 hier im Fokus gewesen. Und da würde ich quasi hier eine Linie zeichnen, genauso wie bei der, die ich vorhin spezifiziert hatte, der Barriere oder der
dem Bereich der Eröffnung und des Closes von gestern bei 27.110 in etwa. Das ist also die Bandbreite, in der sich der Dow Jones bewegt hat heute. Und wenn man ihn etwas zusammenschiebt, sieht man gleich, dass durchaus Potenzial vorhanden ist, wenn man hier auf einen Ausbruch spekuliert. Das heißt, geht es über diese 27.110, 120, der Bereich, dann bin ich durchaus gewillt, hier long in den Markt einzusteigen. Das soll dieser Pfeil symbolisieren. Und wenn wir unter die 27.000 kippen, dann wäre ein Szenario short, um mit dem Trend zu gehen. Ja, soweit ist dann immer die Handelsvorbereitung aus dem kleinen Zeitrahmen heraus. Zudem schaue ich mir den großen Zeitraum entsprechend an. Das ist der Stundenchart, zum Beispiel in Dow Jones. Hier sieht man auch, dass alles eng beieinander lag die letzten Tage und dass es hier unter der 27.000 durchaus rattern könnte, also dass es hier zu Verkaufsdruck kommen könnte, denn wir haben uns auch schwer getan, über diese Marke zu springen. Und als wir darüber springen konnten, Ende letzter Woche, gab es einen richtig ordentlichen Squeeze bis 27.170 ungefähr. Und diese 70 wurde gestern nicht erreicht, sondern nur die 60, glaube ich, oder 58. Aber der Bereich wurde in etwa noch einmal angelaufen. Also Kurse haben durchaus ein Erinnerungsvermögen, beziehungsweise die Marktteilnehmer, die diese Kurse handeln, so wie wir, erinnern sich natürlich auf Basis der Charts auch an die Kurse, die vor einigen Tagen oder Wochen geschehen sind. Und die haben dann somit für das Trading eine Relevanz. Ja, was gibt es noch für Statements? Im Moment wird weiter nichts verantwortlich veröffentlicht, wollte ich sagen. Die FED veröffentlicht zusätzliches Statement zu den Repo-Operationen und zu den Ankäufen. Das kann man sich anschauen. Das ist auf der Federal Reserve Seite direkt jetzt als Presseinformation veröffentlicht worden und ich würde das auch hier in den Chat Genau, das kommt hinein auch posten. als Frage jetzt hier, also was du für Webseiten nutzt, um deine Informationen rauszuholen. Oder immer so eine gern gestellte Frage an dieser Stelle, wo liest du deine Informationen? Ja, also es gibt mehrere Tickersysteme, die man sich abonnieren kann, also von teuer bis spät. Teuer wäre jetzt zum Beispiel Bloomberg, ist komplett live. Da kostet so ein Terminal aber im Monat mal schlappe 1.500 € und es geht auch wesentlich leichter und vielleicht auch manchmal zeitversetzt, zum Beispiel mit so einem Teletrader oder auch mit Guidance, Godmode Trader, Echtzeit-News oder eben einem guten Chat, wo man sich mit verschiedenen Kollegen zusammenschließen kann, mit einer Community. Bei Wall Street Online schreibe ich zum Beispiel seit 2001. Dort werden auch immer Infos reingepostet in die Tagestrading-Chancen. So heißt dort die Diskussion, die jeden Tag stattfindet. Und es gibt einen sehr schönen Chat, der heißt Trading. Jetzt verhaspel ich mich hier schon mit den ganzen TRs. Trading-Treff.de. Dort im Chat sind zum Beispiel auch viele Profis, die dann in Echtzeit letzten Endes solche Dinge reinposten. Und die News, die ich eben geteilt hatte, die war direkt von der Federal Reserve Bank. Also es macht durchaus Sinn, wenn man solche Quellen entweder über die Seite besucht, über die Federal Reserve Seite oder über die EZB Seite, wenn ein EZB Event ist, oder man lässt dieses für sich bündeln über einen Twitter-Account. Also man kann bei Twitter ja die EZB abonnieren, die FED abonnieren, den Herrn Draghi abonnieren und so weiter. Das machen die natürlich nicht selber, sondern da gibt es Pressestellen, die das dann ganz zeitnah veröffentlichen. Und gerade Journalisten nutzen im europäischen oder im Wirtschaftsbereich, im europäischen Wirtschaftsbereich, wollte ich sagen, diese Quellen enorm, weil eben dort in Realtime solche Dinge rüberkommen. Und wenn man nur an die Wirkung von den Tweets des US-Präsidenten Trump denkt, der ja die Märkte dann ganz, ganz schnell auch beeinflussen kann mit seinen Äußerungen. So kann man sich überlegen, ob es nicht durchaus Sinn macht, einen Twitter-Account kostenlos zu erstellen und ihn zu abonnieren, um einfach davon zu partizipieren, wenn er denn doch mal was sagt. Er sagt natürlich nicht, in welche Richtung der Markt geht. Das wäre sehr vermessen. Aber man weiß zumindest, dass er was gesagt hat. Und wenn dann solche Zacken am Markt auftauchen, dann muss man nicht lange recherchieren oder auf die NTV-Telebörse 22:15 Uhr warten, bis das Ganze kommentiert wird, sondern man hat dann seine eigenen Quellen, um entsprechend hier
zu Informationen zu gelangen. Denn Information ist das A und O an der Börse, würde ich mal sagen. Und natürlich ein guter Broker. So, der Markus ist, glaube ich, schon ausgestiegen. Der guckt sich jetzt die ganzen Seiten an, die Nein, ich ich gepostet. hatte gerade mein Mikro aus Versehen leise. Ich wollte gerade sagen, der Broker ist Alles natürlich gut. für die News auch wichtig, ne? Sehr gut gesagt. Und der Christoph Enslin hat gerade auch, und das habe ich gerade auch mal zur Verfügung gestellt, nochmal die Federal Reserve-Seite als Link reingestellt, denn man kann sich die Pressekonferenz dort natürlich live anhören. Und Andreas, an dich nochmal die Frage, den Link, den du gerade, hast du den gesendet jetzt schon? Es kommt hier nochmal die Frage danach. Hattest du Ja, jetzt bei Chat an alle steht hier. Chat an alle? Also dann hoffe ich, dass es auch alle bekommen haben. Ich kann es dann, Moment, ich gucke mal hier unten. Ja, Auch noch okay. mal an Ja, Organisatoren und klar, alles Diskussionen klar. Teilnehmer. Nein, dann Kommt da ist im was? Prinzip, nee, ist alles da. Und dann eben auch hier nochmal die Frage bezüglich des Links. Es ist im Chat drin. Genau, alles klar, perfekt. Ich hoffe, es ist jetzt nicht doppelt. Also ich weiß nicht, welchen Chat ich nutzen soll, Alles nur gut, alles gut. Du hast Organisatoren, jetzt Federal Diskussionen. Reserve und Trading Treff. Nee, alles drin. Ich habe dann auch nochmal was. Alles gut. Auch wenn es doppelt ist. Es ist doppelt ist besser als gar nicht. Das stimmt, das stimmt. Gut, es wäre, um wieder mal kurz auf den Markt zu schauen, es wäre hier nicht viel Spiel gewesen. Also auch wenn man in Anflucht einer roten Kerze gedacht hätte, oh, jetzt rattert das Ding nach unten, wäre nichts bei rausgekommen, bei der grünen Kerze ebenso wenig. Das ist allgemein so ein Thema, was viele Trader betrifft. Deswegen möchte ich das nochmal etwas herausarbeiten, gemeinsam mit euch, dass man Signale handeln sollte. Also ich erlebe immer wieder, ich erlebe das auch bei mir, also ich bin auch keine Maschine, dass man ein Signal versucht vorwegzunehmen, dass man etwas in den Markt hineininterpretiert, dass man manchmal denkt, ja, jetzt könnte ein Widerstand brechen, eine Unterstützung fallen und, und. Geht schon mal in den Markt mit der Hypothese, ein paar extra Punkte einzusammeln, doch dann passiert es nicht, dann kommt das Signal nicht und dann muss man quasi mit einem engen Stopp im Idealfall aus der Position wieder rausgehen, um das Kapital zu schützen. Also insofern, man sollte sich an sein Setup halten, wenn das Setup vorgibt, dass man an einem bestimmten Signal, an einer bestimmten Linie erst einsteigt, weil die anderen Marktteilnehmer diese Linie natürlich auch im Blick haben und es dann erst zur Bewegung am Markt kommen könnte. Also es sind ja alles Wahrscheinlichkeiten, mit denen wir arbeiten. Dann sollte man auch nicht so zittrig sein und schon davor in den Markt gehen. Und genau das zeigt so ein Event wie die FED-Sitzung immer wieder und hält dann immer wieder vor Augen, dass dieses schnelle Reinklicken ohne einen Plan zu haben wenig bringt. Also es kann neunmal gut gehen, beim 10. Mal verliert man dann die Gewinne von den 9 ersten Male. Insofern ist das keine langanhaltende Gewinnerstrategie. Ich habe ein paar Folien gebracht. Solange hier nichts Derbes passiert, würde ich die auch hier reinschieben. Und wenn was passiert, dann reagieren wir entsprechend drauf. Ja, was hat die EZB und FED und das alles, was hat das denn mit unserem Trading zu tun, außer dass die Kurse bewegt werden und Impulse bekommen? Es entsteht für alle Marktteilnehmer der Zwang zur Geldanlage. Also klar, wenn es keine Zinsen mehr gibt, dann sind das nicht nur die Pensionsfonds oder die Geldmarktfonds oder auch irgendwelche Lebensversicherungen, die das Kapital, was angesammelt wurde, verzinsen müssen, sondern es ist letzten Endes, sind wir das alle. Also alle, die vorsorgen und die dies bisher mit Zinsprodukten getan haben, die können das nicht mehr so weiterfahren. Die verlieren Geld, ja. Also die halten nicht mal ihr Vermögen, vom Vermehren ganz zu schweigen, sondern sie verlieren Geld. Und das betrifft halt ganz, ganz viele Marktteilnehmer und nur wenige haben eine Idee und nur wenige von denjenigen, die eine Idee haben, schaffen es auch, das Geld zu vermehren. Ja, und da muss man sich vor Augen halten, dass wir eine ganz, ganz kleine Gruppe vielleicht darstellen. Also wir wissen, dass das Geld vermehrt werden muss, weil es eben Inflation gibt, weil es nicht die sichere Rendite mehr gibt, wie noch vor ein paar Jahren durch Zinsen und Geld einfach liegen lassen. Wir haben auch Ideen, wie man das vermehren kann. Und jetzt gehört eben noch der Mut und die Disziplin dazu, es auch zu tun. Ja, das ist nochmal ein Schritt mehr, als sich zurückzulehnen und ein Webinar zu schauen, sondern das ist
was Aktives. Wir müssen das aktiv tun. Das heißt jetzt nicht, dass Sie sofort in den Markt klicken sollten mit der Prämisse, ich vermehre mein Geld. Also bewahren Sie durchaus Ruhe, das mache ich auch gerne. Und machen Sie sich auch Gedanken, was ist denn überhaupt eine realistische Rendite? Und das Bild habe ich ein, zwei Mal schon gezeigt in den letzten 4 Jahren, seitdem die Statistik veröffentlicht wurde. Das zeigt einmal, was in 40 Jahren durchschnittlich aus dem Geld werden kann. Also wenn man das in Aktientiteln anlegt, werden durchschnittlich auf die Jahre gesehen 7,4% mehr Ertrag erwirtschaftet. Bei Immobilien ein Tick mehr, bei Rohstoffen und Gold eben nicht. Auch das ist was, was man im Hintergrund, im Hinterkopf halten sollte. Anleihen, gut, auch ein bisschen weniger. Es hat sich auch stark gewandelt. Aber der Hang geht halt immer mehr zu Aktien. Das Deutsche Aktieninstitut hat heute erst wieder eine Statistik veröffentlicht, dass diejenigen, die sich um Geld kümmern, also die ihre Altersvorsorge selber in die Hand nehmen, davon sind mittlerweile 43% der Meinung, dass das nur mit Aktien möglich ist. Also der Anteil derjenigen, die sich für Aktien interessieren, der steigt stetig an. Und das könnte auch ein Grund sein, warum die Aktienkurse stark ansteigen. Also es ist nicht die Wirtschaft nur, die boomt, sondern es ist einfach auch die Verzweiflung und die Alternativlosigkeit, weil man nichts mehr am risikolosen Kapitalmarkt verdienen kann oder wenig. Hier passiert nichts. Also hier können wir auch nichts risikolos gerade verdienen. Insofern schön sag bei den Folien bleiben. Sag dann Bescheid, wenn jetzt der Markt sich nennenswert irgendwie nach oben oder unten an deine Linien bewegt. Du, also kannst du ruhig nebenbei gute Zeiten, schlechte Zeiten gucken auf RTL. Das geht ja jetzt los, deine Lieblingsserie. Ja. Nicht, dass dir mit dem Dr. Gerner noch irgendwas passiert und du hast nicht mitgeguckt. Da fehlt noch der Trader-Charakter in dieser Serie. Ne? Da müsste man eigentlich. Wobei der Dr. Gerner und der handelt. Und ganz witzigerweise, vor 5 Jahren ist ein Charakter aufgetaucht in der Serie. Das muss ich noch kurz loswerden. Als alter Serien-Junkie-Fan. Und zwar ein Trader. Und das war so ein junger Typ, ohne Geld für einen Friseur, also so mit Fukuhila, und saß im Café. Und dann hat man nur so ein Bild gesehen, wie die Zahl geschwankt ist. Und da hatte der wohl irgendwie 500.000 auf dem Konto. Dann klappte der Laptop zu, hat sich kurz unterhalten, um nicht zu sagen zu flirten. Als er wieder aufklappte, war es schon 1 Million. Also er hat so schnell, unsagbar schnell Geld verdient als Daytrader. Also ich weiß nicht, was das Medienunternehmen, was die Serie produziert, damit transportieren wollte in die Welt. Ja, was die für einen Sinn von uns Tradern darstellen wollten. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe mich sehr belustigt darüber. Das ist eigentlich traurig. Siehst du, da filtert sich heraus, wer diese Serie denn doch intensiv schaut. Ich habe es gehört von einem Freund meiner Cousine mütterlicherseits. Und der Markt, nee, alles gut, man muss sich auch ablenken. Der Markt kommt nach oben. Keiner von uns wird den ganzen Tag an dem Rechner sitzen und nur dort Orders reinhacken und so weiter. Also das ist wirklich eine Utopie. Ja, er kommt nach oben, er ist aber noch nicht, ich glaube nicht, dass der einfach drüber wuppt vor der Pressekonferenz. Was denkst du? Komm, ehrlich. Ja, ich denke, er wird kurz rüber gucken. Ob er da eben nachhaltig bleibt, das ist die große Frage. Denke schon. Man sieht die Korrelation ganz gut. Ich swipe das mal zur Seite. Man sieht die Korrelation hier wieder ganz nett. Der Goldpreis gibt nach und die Aktienmärkte steigen. Das hat man nicht ständig, diese Korrelation, aber intraday nehme ich sie öfters wahr und ist durchaus nett anzusehen. Wobei der Goldpreis auch nicht total abgeschmiert ist oder so. Also das ist alles im Rahmen. Genauso wie der Dow hier 50 Punkte pendelt. Das ist von der Volatilität her nichts. Ja. Die Region des Dows ist jetzt Schlusskurs gestern, Eröffnungskurs heute, ne? Wo wir jetzt genau. Das sind 0,2%, also seit der Veröffentlichung. Das ist wirklich, wirklich, wirklich nichts. Wir können ja dieses Add-on hier noch mit reinschalten. Das kann man ja hier alles machen, und zwar nicht über Terminal, sondern über Navigator. Und da gibt es ja verschiedene Add-ons. Und da gibt es zum Beispiel eins, das heißt, glaube ich, Session Map. Ist das dieses Open, High, Close, Low? Ist das diese Session Map? Nee, ja, genau das Ding, ja. Das ist die Session Map. Nee, die Session Map ist, da zeigt dann eine Landkarte, oder die Weltkarte, wo im Endeffekt die verschiedenen Uhrzeiten stehen. High, Low, Close und sowas gibt's nicht. Das gibt's kein. Doch, ich hatte das drin. Ich hatte das drin. Warte, hier. Aber da oben. Ach, da, ja, okay. Erzählt da denn mir wieder Lärm? Siehst du, das kenne ich ja nicht mal. Ich habe es ja bei mir ein bisschen anders. Ja, macht ja nichts. Und dann hätte ich mir die Linie nämlich sparen können. Oder, um es anders zu interpretieren, diejenigen, die auf die Linien geschaut haben, die wissen, ich habe die Linien richtig gut eingezeichnet.
Das war richtig gut von mir. Gut, ich lösche jetzt wieder raus, weil wir brauchen ja nicht an einer Stelle den ganzen Spaß doppelt. Die klickt man einfach doppelt an und dann auf Delete und dann haben wir uns das nämlich gespart mit der Linie. Also, wir sind ans Tageshoch genau angelaufen, aber auch wirklich punktgenau und abgeprallt. Also, wenn das mal nicht Charttechnik ist, dann weiß ich auch nicht. Warum zuckt der DAX nicht? Das kann ich euch verraten, das ist der Xetra DAX. Ich muss ja den Endloskontrakt hinzunehmen. Den habe ich hier irgendwo versteckt. Und zwar ist das der Aber da ist auch Digi nicht viel Cash. passiert. Da ist dann auch nicht viel passiert. Der ist genauso am Eröffnungskurs von heute Morgen um 8 Uhr. Ja. Gut, insofern warten wir immer noch auf einen Ausbruch und die Pressekonferenz Aber wäre schon eine gute Stütze. das Hoch, was er jetzt da im Prinzip ausbaut, ist ja jetzt das Hoch, oder? Welches Hoch ist das? Ich kenne den Indikator jetzt nicht Das genau. ist das Aktuelle. Also wir hatten ja vorher, Tiefer. also der bezieht das immer auf die Session. Und wir waren hier vorbörslich und er hat einen Punkt ist er drüber jetzt gegangen bei 11,7. 27.111,7 und vorbörslich war er bei 27.108 oder so. Also insofern ist er einen kleinen Tick, bin ich natürlich jetzt zu zittrig, um die Kerze zu treffen. Mist. Ich habe ja auch keine Maus, sondern ich tanze den Mauszeiger wie in der Waldorfschule und versuche den dann hier zu treffen. So. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Da nichts passiert ist. Wieder Wo zurück. stehen wir am Aktienmarkt? Ich genau den Performance. genau. Also mach da erstmal weiter, danach gehen wir mal so ein bisschen auf die Fragen ein. Genau. Genau, also es ist schon ein sehr, sehr gutes Jahr. Also wenn man sich den DAX anschaut, so hat er doch vom Tief im laufenden Jahr schon 22% zugelegt. Das ist schon, obwohl wir kein Allzeithoch haben, da sind wir noch ungefähr 700 Punkte entfernt, ist das schon eine Wahnsinns-Performance. Wir hatten ja gerade bei der vorhergehenden Folie den Vergleich, dass 7% oder 7,4% pro Jahr durchschnittlich eine Performance darstellen, die im Aktienmarkt erreichbar sind bei breiter Diversifikation, Streuung. Jetzt sind wir in diesem Jahr beim DAX schon drüber, wie man so schön sagt. Selbst im Dow Jones sind wir deutlich drüber und der Nasdaq ist noch besser gelaufen. Also das sollte man sich vor Augen halten bei allem Wirtschaftswachstum und aller Euphorie und Allzeithoch und so weiter. Das ist kein Freifahrtschein, dass wir so weiter fahren und dass wir irgendwie jede Woche 1, 2% zulegen, sondern je höher wir steigen, desto höher wird natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass es mal eine stärkere Korrektur gibt. Also jetzt gerade im Oktober war keine starke Korrektur. September, Oktober sind immer so die Monate, die statistisch gesehen ein bisschen schwächer sind und dann geht die Jahresendrallye los und jetzt ist sie noch nicht losgegangen oder wir sind schon mittendrin. Vielleicht wird es auch abgesagt dieses Jahr. Keiner weiß es. Man weiß aber, was dieses Jahr schon erreicht wurde und das ist eine ganze Menge an Kursniveau, was wir hier gesehen haben. Du kannst gerne ein paar Fragen einstreuen. Ich überlege in der Zwischenzeit mit meiner rechten impulsiven Gehirnhälfte, ob ich hier einen Short nehme vor dem Tageshoch mit Stopp dahinter oder ob ich warte, bis wir drüber gehen und dann long sind. Aber schieß gerne los, Markus. Also zwischendurch kam noch mal das eben, das war noch mal das Statement zu GZSZ, dass eben in der Öffentlichkeit leider Trading oft mit Zockerei verglichen wird. Das ist leider Gottes auch so, dass quasi so das Allgemeinbild des Tradings Zockerei ist. Und man muss aber auch dazu sagen, dass natürlich auch von vielen Anbietern es quasi als Zockerei publiziert wird, beziehungsweise irgendwo Ansätze publizieren, die im schlichtweg Zockerei sind. Das muss man sagen. Und dass natürlich auch bestimmte Produkte, wie ich erinnere mich da an binäre Optionen und ähnliches, was natürlich auch sehr viel genutzt wurde, eine Zeit lang sehr, sehr gehypt wurde, das war halt nun mal auch pure Zockerei. Und das strategische Herangehen ans Trading, was wir im Prinzip machen, ist natürlich keine Zockerei, aber das ist auch das, was man natürlich erst mit der Zeit lernt oder lernen sollte. Also das dazu, dann geht es nochmal um. Vielleicht hier noch ein kleiner Nachtrag zu den binären Optionen, die ja teilweise verboten sind und zumindest die Werbung für binäre Optionen ist bei Facebook und Google und sonst so komplett verboten. Also die Anbieter dürfen da nicht mehr ihre großflächigen Werbeanzeigen dafür rausgießen. Ich war vor 2 oder 3 Jahren, ich kann mich nicht direkt erinnern, welches Jahr das war auf der World of Trading, da war ein Stand mit einer binären Option Company und da war ein
etwas dicklicher Typ mit einem Headset, der nur reingeschrien hat, ja, und jetzt gucke ich nach dem nächsten Trade. Wir haben 28 Gewinntrades in Folge. Ich gucke, ja, der Schweizer Franken zum südafrikanischen Rand sieht super aus. Ich denke, in der nächsten Minute kommt eine Kerze nach oben. Wir wetten darauf. Ja, komm mit 1000 Euro. Jetzt gehen wir rein und zack, ja, da ist die Bewegung, da ist die Bewegung. Und wir gehen raus, wieder 200 Euro. Yeah. Bis irgendwann einer aus dem Publikum, der die Live-Kurse am Handy gecheckt hat, gesagt hat, ja, wenn du auf 5 Minuten alte Kurse tradest, dann kann ich das auch. Und da war Kopftotenstille dann im Stand. Also nicht nur, dass die Instrumente, ich habe mich damit natürlich auch befasst, nicht nur, dass die Instrumente binäre Optionen für denjenigen, der handelt, ein extrem schlechtes Chance-Risiko-Verhältnis beinhaltet. Denn wenn man verliert, hat man 100% verloren. Im Gewinnfall kriegt man 80% ausgezahlt. Das ist ähnlich wie beim Roulette-Tisch durch die Null. Geht man bei einer Gleichverteilung auch mit Minus raus aus dem Spielcasino bei enorm vielen Versuchen, rein statistisch betrachtet. So ist das bei binären Optionen ja schon im Sinn der Sache. Und wenn dann noch einmal sowas hinzukommt, dass die Kurse bewusst verzögert sind, um Leuten irgendwie was verkaufen zu wollen, dann ist das kriminell. Das sage ich ganz offen. Sagt auch der Günther an der Stelle, binäre Optionen waren keine Zockerei, sondern vorsätzlicher Betrug. Völlig richtig. Dann ging es eben nochmal grundsätzlich um die Aktien. Nur welche Aktien sind denn wirklich 20% gestiegen im DAX, wenn denn der DAX quasi 22% zugelegt hat? Kommt jetzt hier als Frage. Ich muss zugeben, ich habe die DAX-Aktien nicht vor Augen, weil ich sie schlichtweg nicht handle. Und somit kann ich es nicht beantworten. Vielleicht kannst du dazu was sagen, wie dort die Märkte oder die Aktien an sich gelaufen sind im DAX. Aber es muss ja so sein, dass einige mehr als 20% auch zugelegt haben. Ansonsten wäre der Index ja keine 20% hochgelaufen. Ne? Ja, also ich schaue mir das gerne mal an. Es geht um einen Zeitraum von einem Jahr und da ist zum Beispiel eine Adidas, die hat 34% dieses Jahr gemacht. Die waren, glaube ich, jetzt auch auf Allzeithoch. Dann haben wir eine Allianz, die 22% gemacht hat, also knapp drüber. Um mal was Negatives zu nennen, Covestro 17% minus, Deutsche Bank 16% minus, heute allein Deutsche Bank minus 7% knapp. Also da gibt es nochmal richtig Stress. Einer der Lieblinge von Manfred Krug, der ist leider schon gestorben, der hatte ja damals den Truck auf Achse, hieß das, glaube ich, die Sendung, um mal wieder einen Soap einzustreuen. Und da Genau. hatte der ganz viele Telekom-Aktien hinten drauf und hat die in die Welt verteilt. Glaube ich, ist nicht ganz so gut gelaufen. Er ist mittlerweile tot, aber nicht deswegen. 10% dieses Jahr, die Telekom, oder auf Sicht von einem Jahr. Die deutsche Börse 28%, also die Börsenbetreiber verdienen natürlich an steigenden Umsätzen auch immer. 22% auch bei Linde, Chemie. Lufthansa ist in Sinkflug übergegangen, war letztes oder vorletztes Jahr einer der Highflyer, hatte sich fast verdoppelt im DAX. Dieses Jahr minus 17%, MTU, Aero, Engineen 30%, Merck 34%, Münchner Rückversicherung. Jetzt kommt es, RWE 55%, Wahnsinn, SAB 28% und VW 21%. Wo ist die Krise? Ja, genau. Also da kommt dann auch das Plus in Summe im DAX her. Wer sich das fragt, Mensch, welche Aktien sind denn da gelaufen? Wenn man das eben hört, merkt man, dass es doch den einen oder anderen Highflyer diesen Jahres gab, auch im deutschen Aktienhimmel oder Aktienuniversum, nicht nur eben auch in den Staaten, wo es eben auch sehr, sehr gut bei vielen Unternehmen aussieht, muss man schon sagen. Ist schon gigantisch, was da teilweise auch jetzt in Amerika, also Übersee, da dieses Jahr wieder passiert ist am Aktienmarkt, ne? Ja, aber man merkt auch die zunehmende Nervosität. Also gerade jetzt in der Quartalssaison, als die Quartalsergebnisse letzte Woche gemeldet wurden, zum Beispiel von Amazon, und die lagen so ein bisschen unter den Erwartungen, wurde die Aktie gleich 7% abgestraft. Und ein Unternehmen, was 1 Billion wert ist, 7%, ja, nachbörslich, ja, in einer halben Stunde an Börsenwert zu verlieren, ist schon Wahnsinn. Genauso Google hat ja auch den Nasdaq Future gleich nachbörslich mal 1% runtergerissen, und so weiter. Also da sind einige Unternehmen, die starke Kursschwankungen hatten. Gestern war, glaube ich, dieser vegane Burger Beyond Meat. Beyond Meat, Beyond ja. Meat? Ja, den hat es gestern, glaube ich, ein bisschen zerstückelt. Heute hat er sich wieder. Ja, genau. Und so sind natürlich die Quartalszahlen entsprechend der Treiber.
Wie siehst du denn grundsätzlich, also ich sag mal, es ist natürlich so, wir sind in den US-Märkten auf Allzeithochniveau, wir sind auf jeden Fall auf Jahreshochniveau im DAX. Würdest du grundsätzlich sagen, dass nach oben, Intel hat, schreibt Günther, haben wir vergessen, ja, dass nach oben irgendwann dann jetzt aufgrund, wie du es ja eben schon erwähntest, dass der Markt sehr nervös ist. Und ich meine, wir haben von der Thematik China-USA in den letzten 2 Wochen wenig gehört, außer dass jetzt bekannt wurde, dass erstmal das Treffen jetzt nicht stattfindet, aufgrund dessen, dass das Summit dort ausfällt, wo habe ich jetzt noch gar nicht so direkt gelesen, kam mir nur heute die Information im Livestream. Würdest du sagen oder würdest du grundsätzlich davon ausgehen, dass selbst wenn jetzt die Hochs noch ein wenig ausgebaut werden, dass wir zumindest eine kurzfristige Konsolidierung mal bekommen sollten? Oder wie siehst du das? Ja, als ist natürlich eine schwierige Frage an einen Daytrader. Meine Antwort vom Herzen heraus spontan ist mir völlig egal. Weil ich setze mich früh an die Charts, schaue, wo war ein Vortagestief, Vortageshoch, wo ist Momentum, in welche Richtung geht's, wo kann ich aufspringen, wo kann ich mir meine 20 Punkte mitnehmen. Und das mache ich dann mehrfach am Tag. Und dann hat sich für mich die Sache erledigt. Aber das ist natürlich nichts, was man in einem Webinar gut rüberbringen kann. Insofern muss ich etwas ausholen für die Antwort. Ich würde jetzt keinen ETF-Sparplan mehr eröffnen oder sowas. Also wenn wirklich so ein Bullenmarkt da 8 Jahre geht und das ist eine historisch lange Sicht, dann würde ich da nicht mehr einsteigen und aufspringen. Die Werte, die man hat, die kann man durchaus absichern. Die laufen vielleicht auch noch weiter. Also keiner weiß ja, wie lange so eine Rallye läuft. Vielleicht auch noch 1, 2 Jahre länger. Und dann bin ich eben nicht mit neuen Investments dabei als Anleger. Aber mir ist das Risiko langsam zu hoch, nicht nur weil die Wirtschaft abbremst, sondern auch weil ich nicht sehe, dass diese Notenbankintervention extrem viel bringt für die Wirtschaft jetzt. Also dieses billige Geld der EZB, das pusht zwar schon den Anleihemarkt. Also da freuen sich Italiener, Franzosen und Griechen, sonst wer Anleihen begibt, weil natürlich die EZB davon einen Haufen in ihre eigene Bilanz nimmt und die können sich gut refinanzieren. Aber es ist nicht der Impuls, der erwartet wird, um die Inflation anzutreiben und die Leute zum Konsumieren zu bewegen. Ja, also die Inflation ist immer noch nicht bei der 2%-Marke, die der Herr Draghi eigentlich, als er sein Amt angetreten hat, für sich als Ziel ausgerufen hatte. Das hat er nicht geschafft. Und er hat aber trotzdem extrem viel Geld in den Markt geballert und die Kreditvergabe an kleine mittelständische Unternehmen ist trotzdem nicht total angesprungen. Also wir haben zwar jetzt die Arbeitsmarktdaten waren alle okay, wir sind in Richtung Vollbeschäftigung, alles schön, aber wenn man sich mal beim in Anführungsstrichen kleinen Mann auf der Straße umhört, da gibt es einige, die einen Zweit- oder einen Drittjob haben, gerade auch in den USA. Also die breite Basis ist einfach vom Aufschwung nicht mitgerissen. Ja, also klar verdient vielleicht eine Tiffany und eine Louis Vuitton, aber das sind ja nun, da kauft halt Frau Kardashian 5 Handtaschen mehr und dann passt es insgesamt in der Bilanz für die Unternehmen, jetzt übertrieben gesagt. Aber der halt irgendwie mal Quarkkeulchen kauft oder bei Aldi shoppen geht, der hat eben nicht mehr Geld in der Tasche, der Otto-Normalverbraucher. Und die Normallöhne steigen halt auch nicht ins Unermessliche. Es wird immer erzwungen, sowas. Da wird gestreikt bei den Fluglotsen. Dann bleiben vielleicht auch die Piloten wieder auf der Erde oder auf der Straße, wollte ich schon fast sagen, auf dem Boden. Dann braucht die Bahn wieder eine Subvention. Dann werden die Fahrpreise erhöht. Das ist immer so eine Schleife. Also manche kriegen mehr Gehalt, 2, 3%. Dann werden aber diese 2, 3% wieder weggenommen, weil alle Verbrauchsgüter einfach steigen. Also ob das jetzt Nahverkehrstickets sind oder sonst was oder das Brötchen um die Ecke. Ja, und einige, die eben nicht in der Gewerkschaft sind, die fallen hinten runter. Ja, es wird ja nicht jetzt der Mindestlohn auch jedes Jahr 3% angehoben. Und auch der Mindestlohn ist auch viel, viel zu wenig, um richtig solid zu leben, davon mal abstrahiert. Deswegen denke ich, dass diese Rallye in der Form nicht weitergehen, weil die Notenbanken müssen sich in der A, was machen wir mit der Riesenbilanzsumme? Die muss ja wieder abgebaut werden. Oder wird die einfach getauscht? Tauscht die EZB die Bilanz Aktiva gegen Aktiva in Staaten oder die Staaten gegen China, damit es dann irgendwie passt? Es ist ja immer einer ein Gläubiger von anderen. Es kann ja keiner fallen. Ja, also es ist jetzt, sonst wäre es ja so ein Riesendominoeffekt. Und das macht mir auf der einen Seite Sorgen. Und B, macht mir Sorgen, dass eben das Wirtschaftswachstum nicht von der breiten Bevölkerung mitgetragen wird. Und das ist nicht gut, finde ich. Und deswegen steige ich nicht
groß in den Aktienmarkt jetzt neu ein, sondern bestehende Investments werden abgesichert. Wenn sie rausfallen, fallen sie raus. Und im Daytrading interessiert mich das Ganze gar nicht. Genau. Hätte Herr Draghi nicht so viel Geld in den Markt gepumpt, hätten wir eine tiefgreifende Deflation erlebt. Das dürft ihr nicht vergessen. Kommt von Günther hier nochmal an der Stelle. Das ist wohl wirklich richtig, aber wie Andreas jetzt richtig sagt, ne, das Problem wird ja im Prinzip nur verschoben dadurch. Ne? Also man kriegt einen Aufschub, auch das, was die Fed ja irgendwo jetzt beabsichtigt. Sie will diesem Hype noch länger eben Luft geben. Und Donald Trump spielt es natürlich in die Karten. Er möchte nächstes Jahr wieder gewählt werden. Und ich hatte ja auch schon mal diese These in den Raum gestellt. Wie gesagt, ich bin ja auch jemand, der aktuell schon ziemlich stark auch auf die Interessen von Donald Trump schaut. Denn es geht alles in die Richtung, zumindest bis dato. Und er braucht einen starken Aktienmarkt. Und der ist natürlich unter anderem getrieben auch durch eben billiger werdendes Geld, ja, schlussendlich. Und die Frage ist nur, was kommt eben dann? Ne? Was kommt in einem Jahr oder eben auch in anderthalb Jahren? Irgendwann ist halt Pumpe. Und wenn es dann einmal anfängt, dann kann es natürlich auch kritisch werden. Das ist natürlich wirklich kein Blick jetzt für heute, für morgen oder für übermorgen. Ne? Aber langfristig sollte man das nicht vergessen. Gerade für diejenigen, die letzten 6 Jahre quasi mit dabei waren, an der Börse gutes Geld verdient haben oder mehr als die letzten Jahre, dass es gibt nicht nur eine Richtung am Markt. Ne? Das ist immer ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, ne? Das stimmt. So, ich habe jetzt mal gezündet einen Trade, damit das Ganze nicht so theorielastig wird. Hau hier auch sofort eine Stop-Order rein. Und zwar ist folgender Trade eingegangen worden an dem Punkt, wo die Zinsentscheidung vermeldet wurde. Also ich habe quasi den Zack nach unten abgewartet, den Zack nach oben und bin jetzt auf demselben Niveau eingestiegen auf steigende Kurse. Habe den Stopp, den kann man nochmal ein bisschen anpassen. Na, ich gucke erstmal, wie der Markt läuft. Vielleicht noch ein kleines Stück zurückziehen, aber auf alle Fälle nicht unter die Tagestiefs, denn da könnte es durchaus eine stärkere Kerze geben. Mein Beweggrund war A, jetzt kommt einfach Bewegung rein, jetzt macht es auch Freude zu handeln, denn jetzt ist die Bewegung nicht nur von Zufällen getrieben, sage ich mal, sondern weil die Pressekonferenz im Hintergrund startet von Herrn Paul. Und B, ich schaue mit einem Auge natürlich auf die Korrelation, also der Euro geht wieder schwächer und der Goldpreis notiert an den Vortagestiefs gleich. Und das ist für mich dann immer so ein Punkt, wo ich es riskiere, im Aktienmarkt kurzfristig long zu gehen. Wenn hast du die Pressekonferenz mitlaufen? Also ich möchte das. Ich mache es wegen den Trade kurz reingeschrieben. Long Trade, also es ist ungefähr 27.060, Stop 27.034, wenn ich richtig sehe. Pi mal Daumen. Ja. Und Ziel, ganz kurz noch, ganz grob. 30.000. Und das morgen wieder. Nein. Alles gut. Nein, ich mache mir, entweder mache ich mir eine Zielvorgabe im Trading oder ich versuche, den Trade zu managen. In dem Fall würde ich versuchen, den Trade zu managen. Es wäre schön, wenn es zumindest mal oben raus fluppt. Das wäre schon mal ein nettes Szenario. Auf der anderen Seite ist man natürlich bei solchen starken Bewegungen wie zur Fed froh, wenn man überhaupt mit Gewinn aus so einem Trade rauskommt. Der Euro markiert jetzt ein neues Mehrtagestief. Gold auch. Und Gold auch. Und ich denke, der Aktienmarkt zieht jetzt ein bisschen an. Sonst hätte ich den Trade ja auch nicht genommen, wie man so schön sagt. Also vielleicht 27.112, 13, 14 in der Region. Also neue Tage. Ich habe die Pressekonferenz, die höre ich mir sonst auch gerne an, aber heute habe ich sie nicht an, weil es Rückkopplung mit Mikro geben könnte und das ist, glaube ich, nicht gewollt. Ja, also Fed Paul sagt, er will die Expansion weiter erhalten, also er will weiter eine expansive Geldpolitik betreiben und er erwartet, dass die Wirtschaft weiter moderat wächst und die Treasury-Bill-Ankäufe, die sollen nicht mit dem QE verwechselt werden. Also das sind zwei getrennte Programme. Ja, das ist doch schon mal schön, ne? Kommt aus zwei Kanälen Geld für die Märkte. Wahnsinn. Geld ist genug da. Also die Notenbank kann es ja, sagt man erschaffen? Nee, das ist, glaube ich, das falsche Wort, ne? Ja, für einen Stammtisch reicht das. Geld wird erschaffen. Es druckt, genau. Gedruckt im Endeffekt, sagt man so gern. Arbeitest du mit Trades wie, oder mit arbeitest du in Trades wie dem aktuellen auch mit Trailing Stops? Kommt hier als Frage. Selten, weil Trailing Stops ist wirklich was für
Trendmärkte. Und wer die letzten Wochen sich angeschaut hat, hat zwar über die Tage gesehen, einen Aufwärtstrendmarkt beobachten können, aber innerhalb des Tages gab es immer so starke Kursrückschläge oder Konsolidierung, muss man schon sagen, die im US-Markt teilweise bis zu 80% des Ausbruchsniveaus bringen. Ja, also wenn der Dow Jones 100% nach unten rauscht, 16 Uhr auf Basis irgendwelcher Wirtschaftsdaten, die veröffentlicht wurden, dann kommt er nochmal 80 Punkte zurück und dann macht er vielleicht nochmal ein neues Tagestief. Und das sind so Szenarien, wo ich mir sage, mit einem Trailing Stop wäre ich geflogen und deswegen versuche ich, mit zwei oder drei Positionsgrößen zu arbeiten. Die erste stelle ich dann immer nach 20, 30 Punkten glatt, um mir quasi den Stopp zu finanzieren und um auch das Belohnungssystem anzukurbeln. Und dann kann ich für die zweite und dritte Position den Stopp enger nachziehen und weiß, oder auf Break-Even und weiß, da kann nichts mehr anbrennen und ich gehe auf alle Fälle hier nicht mit einem Verlust raus. Das ist fürs Ego auch eine ganz coole Sache. Ich kann ja mal ein, zwei Trades hier auch raussuchen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Also Vergangenheit meine ich die letzten ein, zwei Wochen. Mit dem Blick bleibe ich natürlich immer vom Chart. Es schwankt enorm. Also ein Trading Stop würde, um das nochmal abzukürzen, in so einem Markt wie heute ja nicht viel bringen. Also wo soll ich den ansetzen? Bei minus 20 Punkten, da kann ich auch den Stopp gleich dort lassen. Was hat er denn jetzt schon wieder gesagt? So, ich schaue mal, welche Trades ich hier mal abgescreent hatte, um die natürlich auch zeigen zu können in so einem Event. Ansonsten kann ich gerne mal aufzeigen, wie meine Wochenvorbereitung beginnt und wie ich diese dann quasi in die Tat umsetze. Na, er pendelt um die 50. Na, da hat er Das heißt, Anzugspotenzial, ne? Aber hier eben auch nochmal schön, dass man eben wirklich, wie du eben auch in der Präsentation zeigtest, dass man Ruhe bewahrt, ne? Wenn ich mich zurückerinnere, so vor 20 oder 15 bis 20 Jahren, wo ich so gestartet habe mit dem Trading, da habe ich jetzt schon 5, 6 Trades durchgeladen, ne? Und höchstwahrscheinlich nicht mit Gewinn. Weil man natürlich die Zuckungen, oh, jetzt rein, wie du vorhin so wunderschön sagtest, ja, man lässt sich von den Emotionen leiten, sieht eine grüne Kerze, ah, jetzt geht's aufwärts, Markt dreht wieder um Gottes Willen, man geht wieder wild raus, dreht die Position, und dann hat man auf einmal am Ende 10 Trades gemacht und keiner davon war irgendwie vernünftig umgesetzt, ne? Genau, man muss sich auch vor Augen halten, dass man mit jedem Trade, den man eingeht, Geld verliert erstmal, weil man muss ja den Spread quasi rausholen, auch wenn der bei JFD enorm niedrig ist und auch wenn es Gebühren gibt im Cent-Bereich, ist es trotzdem ein Kostenfaktor. Also wenn ich da 100, 200 Trades mache und jedes Mal einen Dollar bezahle beispielsweise, dann sind das 100, 200 Dollar, die an Kosten erstmal verursacht werden. Ich rede jetzt nicht von Internetkosten, Licht, Strom, Tee und Hygieneartikel, sondern das hat man eben, wenn man tradet als Kostenblock. Und deswegen sollte man sich schon überlegen, an welchen Punkten steigt man ein, wie schnell gehe ich raus, also wo ist quasi mein Stopp, wo ist auch mein Ziel. Das sollte man sich vorher überlegen und dann nicht hektisch, wenn der Trade gezündet wurde, auf Basis einer Emotion dann noch entscheiden, ach, wo gehe ich denn überhaupt raus? Was mache ich denn mit dem Trade? Wie weit kann es laufen? Und wenn es halt nicht läuft, über Nacht vielleicht noch halten. Das sind die schlimmsten Geschichten. Ich habe hier einen zum Beispiel gefunden, weil auch oft die Frage kommt, was ist denn, wenn man so einen Trend verpennt? Ja, also wenn man es irgendwie nicht schafft, in so einen Trend reinzukommen oder auch mental nicht reinkommt, kann man immer gegensteuern. Ja, kann man, wenn der Trend zu Ende ist oder wenn er bricht. Und da bediene ich mich ganz, ganz einfacher Hilfsmittel. Also ich versuche dann, wie zum Beispiel hier geschehen im DAX, ich versuche dann immer irgendwie eine Trendlinie einzuzeichnen. Und erst wenn diese Trendlinie bricht, dann ist es für mich mit Stopp auf dem letzten markanten Tief. Das ist dann oftmals nicht weit weg, weil so ein Trend geht ja in der Regel nicht so zack, zack wie ein V, sondern in der Regel plätschert es dann so etwas aus, gibt nochmal ein tieferes Tief, das wird hochgefangen und danach läuft es seitwärts raus und kommt dann irgendwann zu einem Impuls in die gegengesetzte Richtung. Und da kann man mit einem relativ engen Stopp agieren und nach einem Trendbruch quasi darauf spekulieren, dass es in eine andere Richtung geht. Jede Möglichkeit hier oder hier auf Stabilisierung zu setzen, wäre im Minus geendet, weil es ja letzten Endes
noch kein Signal am Markt gab. Es ist einfach nur eine wüste Spekulation gewesen. Und von solchen Charts habe ich gar viele. Die möchte ich jetzt nicht allen zumuten oder hier alle runterrattern, aber ich wollte einfach mal aufzeigen, wie sowas funktionieren kann. Und gerade in runden Marken macht sowas natürlich deutlich Spaß. Also 27.000 im DAU, wie wir die so langsam angelaufen sind, das war wirklich lehrbuchmäßig und das konnte man auch im DAX sehen. Das ist jetzt schon mittlerweile, war Anfang des Monats der 5.10., als der DAX auf die 12.000 zulief. Da ist er auch an einem Trend immer wieder an die 12.000 ran, hat Anlauf genommen, hat sogar noch tiefer korrigiert und dann, zack, eines Tages ist er richtig mit Schmackes drüber gegangen. Ja, Schmackes ist das falsche Wort für den DAU. Da passiert irgendwie gar nicht so viel. Das heißt, entweder ziehen wir den Stopp nah ran, um das Risiko rauszunehmen, oder wir sagen, Goldpreis kommt schon wieder langsam zurück, Euro kommt zurück, ich nehme einfach jetzt die 5 Punkte mit und freue mich. Das ist eine Entscheidung, die jeder Trader selber treffen muss. Ich bin eher der Typ, der den Markt entscheiden lässt, also der dann nicht manuell rausgeht, sondern der dann versucht, den Stopp nachzuziehen. Und wenn der Markt ein Stück zurück zuckt, dann bin ich eben raus. Dann habe ich aber nicht die Entscheidung vollzogen, sondern der Markt. Und letzten Endes hat der Markt ja immer recht. Und wieso soll er nicht darüber entscheiden, ob der Trade letzten Endes im Gewinn endet oder im Verlust? Also wenn wir das natürlich definieren. Wenn wir jetzt über die 80-84 kommen, dann ziehe ich den Stopp entsprechend nach. Denn ich lasse mich ja hier auch nicht eine Stunde hinhalten. Macht ja auch keinen Spaß. So, jetzt haben wir dann schon mal ein Stück nachgezogen. Wenn er jetzt über die 90 geht, ziehe ich ihn sogar in den Gewinn hinein. Insofern wird er vielleicht doch noch ganz versöhnlich enden, dieser kleine Also Trade. ist ja Mit der doch eine anderen Art Hand. Trailing Stop. Also man verwendet nicht den klassischen Trailing Ja. Stop, der sich wirklich punktgenau immer nachzieht, sondern ähnlich wie man das eben auch von den Livestreams bei mir kennt, dass man eben dann händisch den Markt beschaut, wo sind wichtige Marken. Wenn er dort rüberläuft, sollte er eigentlich die Marke halten oder doch eben wieder merklich zurückkommen, sodass du dann eben schaust, okay, dann zieht man natürlich auch das Risiko raus aus so einem Trade, ne? Genau, das stimmt. So, ich mache mal hier einen ganz kurzen Screenshot, weil für alle Fans der Social Media Kanäle, auch da könnt ihr mich gerne abonnieren oder wie man so schön in Neudeutsch sagt, mir folgen. Facebook, Twitter, was auch immer. Instagram noch, hatte ich ja vorhin genannt. Würde ich mich freuen, wenn ihr da mir über die Schulter schauen wollt. Auch dazu gebe ich die URL mal rein. Und zeige nachher auch mal, was ich da so bespreche und wie ich so ein Trading-Setup für mich aufbaue. Weil das ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern das sollte schon Hand und Fuß haben. Er kommt nicht über 90, er kommt nicht über 90. Was machen wir denn jetzt? An der 50, beide beobachten. Na, Ruhig ich bleiben. ziehe Er dann kommt. gleich. Er wird Ja, kommen. ja, ja, ja. Du bist doch der, der dann nach einer Stunde sagt, so, das Webinar ist zu Ende. Kein Trade. Schade, Herr Müller. Inwieweit arbeitest du mit der Positionsgröße? Ja, nur am Start und wenn ich wirklich 20, 30 Punkte im Gewinn bin und sehe noch mehr Potenzial für den Trade, dann arbeite ich mit einer Aufstockung. Im letzten Webinar, übrigens von JFD zur Notenbank-Sitzung, habe ich dann im positiven Bereich pyramidisiert, was auch nicht, ja, was man nicht bei jedem Trade hinbekommt. Da muss es nämlich schon sehr gut in eine Richtung laufen. Dann macht das richtig Spaß. Und ich nutze das durchaus, ja. Ja, weil bei einer Position kann man immer nur sagen, ja, rein, raus, aber bei mehreren kann man dann sich durchaus hier mal verschiedene Szenarien und Trading-Strategien zurechtlegen. So, wenn er jetzt wirklich unter die 80 wieder zurückfällt, denn Gold kommt hoch und der Euro-US-Dollar ist fast wieder auf dem Tagestief von heute angekommen, dann werde ich die Position manuell glattstellen und nehme die Punkte einfach mit und schaue, was als nächstes für eine Bewegung ansteht. Denn wir sind schon in der Nähe des Tageshochs. Also es bedarf eigentlich richtigem Momentum, um da drüber zu gehen. Ansonsten schlagen wir im besten Fall an und kommen dann zurück. Und im schlechtesten Fall kommen wir gar nicht bis da hoch und fallen gleich zurück. Und das sieht alles eher verhalten aus.
Ich möchte das nicht dir als Schuld zuschieben, mein lieber Markus, aber als wir das letzte Mal das Webinar hatten, war auch nichts los am Markt. Ja, wir haben es im Vorfeld kurz besprochen und hatten schon gesagt, na, wenn das alles so kommt mit der Fed-Zinsentscheidung, wie es im Endeffekt auch schon ja, vorhergesehen war, in Anführungsstrichen von den Marktteilnehmern, durchaus denkbar, dass wieder nichts großartig passiert. Aber ich finde, dass auch solch Situationen, und jetzt hast du gerade die Position geschlossen, um es nochmal kurz mit zu kommentieren, ich finde, dass natürlich trotzdem solche Situationen auch wichtig sind, dass man sie sieht, denn es ist der Alltag, ja. Das ist der Alltag. Es ist nicht der Alltag, dass der Markt schöne Trendbewegungen zeigt und mal schnell 300 Punkte einsackt, ja. Sondern das ist der Alltag. Und hier durchzukommen, ohne dass man sich die Finger ständig verbrennt und oder große Verluste aufhäuft, das ist ja für mich Trading. Das ist das, was ich Tag ein, Tag aus, und auch du, ja, Andreas, fabriziert oder auch macht, dass man eben häufig solch Situationen hat, die einfach nicht extrem gut laufen, sondern gut laufen. Ja, Ja, eben auch es ist ja nicht wie im Lehrbuch. Also auch wenn man Webinare besucht oder noch besser Seminare, wo wirklich dann Charts gezeigt werden, die bestimmte Situationen symbolisieren sollen, dann sind die natürlich für diese Situation, also ich will nicht sagen gezeichnet, aber es werden ja solche Charts verwendet, die in so einer Situation, also die nicht alltäglich sind, die wirklich für das Lehrbuch gemacht sind, für die Lehrstunde. Und die Regel ist ja anders. Die Regel ist ja, dass wir, was weiß ich, unten mit einem Gap aufmachen oder oben. Das war jetzt DAX im Endlos-Kontrakt am 23.10., also letzte Woche. Also wir fallen schon drunter, laufen an das Gap so ein bisschen ran, laufen noch tiefer, können uns stabilisieren, kommen in Richtung Gap und dann denken die meisten Marktteilnehmer, ach komm, wir prallen hier wieder ab und alles Mist mit den Engländern und lass doch die Briten die spinnen und was weiß ich, was man da vor dem Monitor noch für Hasstiraden wählt. Und am Ende, was ist passiert? Das Gap wurde geschlossen und wir sind sogar noch höher gekommen, ja, am selben Handelstag. Und das Gap wurde relativ schnell geschlossen. Also, und das sind so Setups, wo ich mich dann auch einstoppen lasse, wo ich zu mir sage, die Meinung ist überhaupt nichts wert, der Markt entscheidet. Und wenn der Markt das möchte, dann muss ich demütig sein und mitgehen. Oder ich stelle mich einfach mit einem riesen Ego dagegen und verliere Geld. Und auf was kommt es denn letzten Endes an? Was steht denn auf dem Kontoauszug? Steht da, du hast ein tolles Ego? Nee, da steht dann heute keine Brötchen mit Butter, sondern ja, alte Schrippe aus dem Trockenbrot. Kühlschrank oder so. Trockenbrot. Ja. Doch dahin gelaufen. So, jetzt wird es natürlich spannend, ob wir ein neues Tageshoch, ob wir das rausnehmen, ob wir es vor allem nachhaltig rausnehmen. Es wird auf alle Fälle geweitet. Hier war vorher die Dings und es könnte durchaus bis zu, und das hatten wir hier im größeren Chart, bis in den 50er, 60er Bereich gehen mit der Bewegung. So, Goldpreis ist auch nach oben. Das jetzt steigt gerade alles. Was hat denn der Herr Powell gesagt? Wir werden wohl Mitte nächsten Jahres ein neues Framework zum Inflationstargeting vorstellen. Also programmiert er jetzt auch oder was? Aha. Sehr interessant. Wir sind derzeit dabei, neue Wege zu finden, wie das systematische 2%-Ziel glaubwürdiger gemacht werden kann. Das klingt ja gut. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Und zwar möchte ich einen Begriff einstreuen. Und zwar hatte ich das auch auf der Seite, die ich vorhin schon mal gestreut hatte, gelesen, auf TradingTreff. Da gibt es ja durchaus zwei, drei Koryphäen aus der Volkswirtschaft, die hier ihre Meinung kundtun. Und da hat nämlich einer, ich weiß nicht, ob ich es heute gelesen hatte oder die Tage oder ob das noch kommt. Und zwar ging es um, nee, ich glaube, es kommt noch. Es ging um Helikoptergeld. Ja, also dass neue Wege sein können, dass helikopterartig, wie Ben Bernanke ja als Actionficker mal dargestellt wurde, Geld gestreut wird. Und da geht es letzten Endes auch um das bedingungslose Grundeinkommen und, und. Also da sind viele Sachen noch denkbar, wo die Notenbank hier Geld streuen kann. Klassiker, oder? Rausgegangen und dann geht die Party nochmal richtig los. Aber halb so wild. Halb so wild. Wir sind auf alle Fälle im Bereich mit den 50, 60. Das war Vortagestief und Vorvortagestief. Und wenn wir hier ein bisschen zur Ruhe kommen, bin ich auch gewillt, den Markt mit meinen kleinen Mitteln zu bremsen. Nein, nicht zu bremsen, aber zumindest mal einen Stopp reinzuhauen und Kontra zur aktuellen Bewegung, zur Es aktuellen wird genau, Kerze es wird zu geben. spannend jetzt hier. Also das Hoch vom 28. war jetzt hier bei 68.
Da wird es halt jetzt nochmal spannend. Ne? Wie geht der Markt dort oben mit um? Ne? Klassische Fehlausbruch oder auch dort noch die Bestätigung, aber dadurch, dass der Markt, also so ist zumindest meine Denkweise, ja grundlegend jetzt nicht so mega stark sein sollte, beziehungsweise die Kernbewegung auf die Zinsentscheidung jetzt gegebenenfalls nicht so stark ist und der Markt weiter seitwärts eher pendelt, schon nicht so ausgeschlossen dort oben. Ne? Ja, das stimmt. So, und da das natürlich nicht heißt, dass der Markt komplett wieder zurückschwappt, muss man immer von korrektiven Szenarien ausgehen. Also das heißt, wenn der Markt dann so eine Kerze fabriziert und ein Stück zurückkommt, heißt das nicht, dass er komplett zusammenbricht, sondern dann muss man auch versuchen, entweder in den Trend reinzukommen oder in einer Korrektur aus dem Trade wieder rauszukommen. Ich habe jetzt hier einen sehr engen Take Profit und Stop Loss gewählt, weil die Dynamik auch entsprechend hoch war am Markt. Also bin auch gewillt, hier mit wenigen Punkten aus dem Markt auszusteigen. Und ich nenne das sehr gerne die Eichhörnchenstrategie, weil so ein Eichhörnchen muss einen ganzen Winter überleben von den Vorräten, die es im Sommer gesammelt hat. Und wir müssen ja auch am Wochenende heizen und uns ernähren, auch wenn die Börse zu hat. Also wir können auch nicht immer just in time Geld verdienen, sondern es muss was angesammelt werden, was wir uns zurücklegen für schlechtere Zeiten oder für später einfach mal. Und insofern viele kleine Trades machen letzten Endes auch eine Performance, auf die man bauen kann im Trading. Also es muss nicht der, ich mache 200 Punkte Trade sein. Ja, also das ist auch ein Ziel oder eine falsche Vorstellung, sage ich mal, von der man sich abwenden sollte, wenn man sich näher mit Trading auseinandersetzt. Der Nasdaq ist auf alle Fälle auch ein kleines Stück zurückgekommen, hat aber nicht so stark korrigiert, als dass er wieder an die Tageshochs, die er davor hatte, zurückgefallen ist. Also er hätte eigentlich noch mal 2, 3 Punkte Luft nach unten gehabt. Vielleicht macht er das noch. Wenn er höher geht, dann geht der Trend natürlich weiter. Wir werden auch hier ausgestoppt. Das ist das Risiko bei der Sache. Aber dadurch, dass der Goldkurs sich gefangen hat und dass der Euro hier auch komplett reverselt hat, also in der engen Bahn, aber er hat komplett reverselt, lässt mich das eigentlich froh locken, dass wir hier in dem Bereich vielleicht auch noch mit dem nächsten Trade, wenn der ausgestoppt wird. Ich weite das Ganze mal noch ein kleines Stück aus hier. Jetzt kommt vielleicht doch eine rote Kerze rein. Da kann man den Stopp ziehen und damit vielleicht, nicht den Stopp, den Take Profit ziehen und damit vielleicht den Markt locken mit meiner Order. Man hat ja manchmal das Gefühl am Markt, dass die Order punktgenau getroffen wird, vor allem wenn es um Stops geht. Vielleicht funktioniert das auch mit einem Take Profit. Wir schauen uns das einfach mal in Ruhe an. Aber das sind so die Interaktionen am Markt, die dann auch, naja, Spaß ist vielleicht übertrieben, das ist ja kein Spaßjob. Es geht ja letzten Endes um eine ernste Tätigkeit, um die Einschätzung zum Markt und um die eigene Risikokontrolle. Aber das macht natürlich dann mehr Freude im Agieren am Markt, als wenn sich gar nichts tut. Und das ist natürlich streckenweise der Fall, wenn man mittags sich den Markt anschaut, von 12:30 bis 14:30. Den DAX zum Beispiel, da basiert ja teilweise in 5-Punkte-Ranges gar nichts. Und dann sollte man als Trader auch sich selber eingestehen, hier ist nichts zu verdienen. Hier sollte man dem Markt fernbleiben, sollte seine Energie, seine Ressourcen letzten Endes schonen und das Ganze dann für Zeiten aufheben, wann wieder Konzentration gebraucht wird. Und das ist zum Beispiel zur Eröffnung der Wall Street. So, wir sind genau am Tageshoch. Fluppt da drüber oder nicht? Ja, er fluppt drüber. Gut, dann geht es wohl vielleicht doch noch auf die, was sagtest du, 65, 62? Das ist dieser Bereich hier. Der wird nochmal spannend. Gebe ich dir recht? Jetzt sehen wir genau ran. Das war aber böse, der Ausstopper, oder? So, der Markus hat sich schon verabschiedet. Nein. So, da bin ich wieder. Ich glaube immer noch Ich daran, dass vergesse er immer, mein hier in der Mikro wieder Nähe. anzumachen. Ich rede schon mit euch, aber ich sage mal, mach erst mal, wenn du jetzt noch vielleicht gleich nochmal einen Trade wagst. Ansonsten, wenn wieder ein bisschen Luft ist, sag mir Bescheid, gebe ich wieder ein, zwei Fragen durch. Ja. Du kannst die Fragen jederzeit durchgeben. Ich versuche hier auf eine kurzfristige Top-Bildung auf Basis der Charts der letzten 3 Tage zu spekulieren.
Hau rein die Frage. Frage nochmal bei dem Trade zuvor, ja. Du hattest es ja auch grundsätzlich schon angesprochen, dass du teilweise mit Teilgewinnmitnahmen arbeitest. Jetzt kommt ja auch die Frage, macht es dann nicht eben Sinn, gegebenenfalls die Position zu splitten, eben dann gegebenenfalls einen Teil rauszunehmen, um eben auch vielleicht ein bisschen Risiko rauszunehmen, aber den Rest eben laufen zu lassen? Ja. Ja, ist dasselbe im Grunde genommen. Also wenn ich mehrere Positionen zur selben Zeit eröffne, dann klicke ich halt im MetaTrader klack, klack, klack und habe die drinne. Man kann das Ganze auch relativ gut automatisieren, beziehungsweise man kann das Mini-Terminal nutzen. Das werde ich dann in der nächsten Session nutzen. Das hat mir der Chris immer wieder ans Herz gelegt. Damit kann man auch sehr, sehr viel anstellen. Oder man kann natürlich auch weitere Tools aufschalten auf dem MetaTrader, zum Beispiel den Stereo-Trader oder Ninja-Trader oder was auch immer, kann man andocken an die Kurse oder anders formuliert an den Kursfeed und den Handelsfeed von JFD kann man mehrere Programme andocken. Man muss nicht mit dem nackten MetaTrader, so wie ich es hier fabriziere, handeln, sondern man kann dem Ganzen noch einen professionelleren Anstrich geben, wenn man das möchte. Aber für mich habe ich selber herausgefunden, es ist einfacher, drei Klicks zu setzen, als quasi mit Terminals und wilden Algorithmen mir vorzudefinieren, dass nach 8 Punkten die erste Position rausgeht, nach 15 die zweite und so weiter. Also man kann das deutlich professioneller betreiben, als ich das tue. Aber das liegt ja an jedem sein eigenes Ermessen. Ach ja, wie ich es tue, das habe ich ja noch gar nicht weiter ergründet. Da hatte ich nämlich auch noch ein paar Slides vorbereitet. Also immer sonntags fasse ich so eine sogenannte Wochenanalyse. Die gibt es dann auch auf Wall Street Online, auf meinem Facebook-Kanal, Twitter und so weiter. Angeteasert kann sich dann jeder durchlesen. Hier mache ich eine grobe Wochenplanung und auf Basis dieser Wochenplanung, wo ich quasi die großen, die Stundencharts und Tagescharts sehe, gehe ich in die Tagesplanung über und verfasse jeden Morgen gegen 8:30 Uhr meinen Tagesplan. Den veröffentliche ich auch, also auch auf Facebook gerne nachschauen. Und daraus ergibt sich dann ein konkreter Trade. Und mal, wo sind wir? Wir kommen nach unten, wir sind nicht ganz, also ja, kommen ein Stück nach unten. Der Nasdaq will noch nicht. Meinst du, wir können ihn diesmal locken? Vorhin hat es ja nicht geklappt. Komm, wir probieren das. Wir locken ihn. Also ich bin Nicht Short, hingucken, er wird dann nervös. ich bin auch jetzt mal in Short gegangen in Du bist Richtung, schon, oder muss ich raus, ja, verdammt? in Richtung des Schlusskurses gestern, Eröffnungskurs heute, also das sind jetzt allerdings auch noch jetzt sind es 40 Punkte in etwa, dass wir quasi Ja. um diesen Wert, worum der Markt sich die letzten Tage mehr oder weniger drehte, dass es dort als wieder in die Richtung geht. Ja. Ja, genau. Fed Powell war übrigens überrascht, dass die Banken ihre Liquidität nicht nach dem Repo-Markt zur Verfügung gestellt haben, obwohl sie von hohen Zinsen profitieren konnten. Also die Banken trauen dem ganzen Frieden nicht. Egal, ich traue mir und meiner Analyse, das ist das Wichtigste. Also die Wochenplanung jeden Sonntag, könnt ihr euch das gerne anschauen, kostenfrei. Und dann gehe ich immer in die Tagesplanung über und da hatte ich zum Beispiel, als wir das neue Jahreshoch bei 11.900 und ich glaube 84, 85 eingezogen hatten, ist der Markt daraufhin ja wieder an die 50 gefallen. Die 50 war für mich so eine erste Unterstützung. Und als am nächsten Tag dann die Kurse unter der 50 aufmachten, ja, dann war das keine Unterstützung mehr, hier die 50, sondern ein Widerstand. Und man konnte, hier war der Widerstand, hier haben wir eröffnet und das war quasi der zweite Handelstag dann der Woche, also Dienstag, dann sind wir hier, am Montag, Entschuldigung, das war ja Freitag, dann sind wir Montag, das war Dienstag. Ihr bringt mich aber auch durcheinander. Dann ging es tiefer bis auf die 12.900 wieder. Das war hier ein Konsolidierungslevel nach dem vorhergehenden Jahreshoch. Es bildet sich ein knapper Abwärtstrend und hier haben wir eröffnet am Dienstag und sind gar nicht drüber gekommen. Also wir sind nicht, es gab keinen Druck mehr auf der Oberseite und das hieß dann für mich, ja, wir könnten nochmal zu 11.900, so habe ich es quasi heute früh in meiner Morgenanalyse verfasst. Und wenn wir da drunter fallen, das war das Bild, was ich heute Morgen rumgeschickt hatte, dann sollte man aufpassen, weil beim Bruch von dieser 12.900 oder 12.890, also dieser Bereich, dann könnten wir schnell durchsacken zur 850, weil das war die letzte brisante Zone im Chart. Und wer sich jetzt den Chart von heute im DAX aufmacht, oder ich mache es mal, der sieht genau 12.900, 12.894, also genau an dieser Zone. Und dann sehen wir nachmittags hier drunter mit zwei Riesenkerzen hat sich alles entladen. Da hatten mehrere ihre Short Orders positioniert oder ihre Stops für Longs.
Und dann ging es nochmal eine Ecke tiefer und im Tief waren wir sogar bei 830, ganz kurz. Aber davor sind wir um die 60 gelandet. Und das ist genau der Punkt oder die Phase, die ich hier herauskristallisiert hatte. Also letzten Endes, Vorbereitung ist ganz, ganz wichtig, denn nur dann kommt man zum, hier ist noch ein Beispiel vom bullischen Trigger, das kann ich von heute, ein älteres Bild, aber diese Phasen herauszukristallisieren im Markt und sie dann auch zu handeln, das ist das Wichtige, was man im Trading sich antrainieren muss. Und das tut weh. Also niemand trainiert sich irgendwelche Dinge wie morgens aufstehen, 5 Liegestütze machen, was weiß ich, was hast du für Eigenschaften, die du dir antrainiert hast? Die Zigarette nach dem Essen hast du dir antrainiert, oder? Markus, nein. manchmal. Aber in der Tat habe ich vor einiger Zeit, wenn du so Liegestütze ansprichst, mir schon antrainiert, früh nach dem Aufstehen tatsächlich mich zu bewegen in Form von Liegestützen, Kniebeuge. Wenn es schön Wetter draußen schön war, bin ich sogar dann eben auch früher oder zeitiger hell wird, jetzt ist es ja wieder zeitig hell, dann auch teilweise joggen zu gehen früh. Und sowas habe ich mir schon dann sehr akribisch antrainiert und mache das dann auch. Ja, so, das ist ein Punkt, da muss ich nicht warten, bis wir drüber laufen, den nehme ich gleich raus, weil die Nestec macht neue Hochs. Das ist nichts, wo ich das Gefühl habe, hier muss man im Markt bleiben und stur drauf warten, dass man ausgestopft wird. Das heißt, über die 60 würde ich abwarten, dann würde ich es noch einmal probieren, ob man in dem Bereich eine Top-Bildung sieht. Hier das große Bild für diejenigen, die sich später eingeschaltet haben. Also wir waren am 28. Oktober in dem Bereich und auch am 29. Oktober. Und heute haben wir den 30. Oktober. Und vielleicht ist das so ein Triple Top, vielleicht auch nicht, aber da alles Spekulation ist, wäre für mich die Chance durchaus gegeben, es hier zu riskieren, wie man so schön sagt. Aber noch sind wir nicht drüber. Was auch noch wichtig ist, ja, okay. Bitte. Handelst du jetzt vorrangig den Dow Jones oder nutzt du eben auch, wenn du Nasdaq ansprichst, S&P, handelst du vorrangig am Nachmittag in der US-Session den Dow oder auch noch andere Märkte? Ja, in der US-Session handle ich den Dow und den Nasdaq und den DAX in der Regel bis 16:30, 17 Uhr, weil die letzte halbe Stunde vor dem Xetra-Close ist nicht, da werden ja öfters noch Aktienpakete nach anderen Gründen als nach der Charttechnik von A nach B geschoben und zurück. Insofern kann ich aus dem Chart da weniger Signale ablesen und ich handle vormittags bis gegen 11 Uhr, 11.30 Uhr den DAX und das werde ich dann auch im Trading Room, wenn du deinen wohlverdienten Urlaub hast, tun bei JFD und nachmittags handle ich dann die US-Eröffnung, die erste Stunde in den Dow Jones und den Nasdaq und dann nochmal nach 20 Uhr vielleicht das Closing, je nachdem wie der Tag gelaufen ist und ob ich nicht andere private Arrangements habe, die man natürlich auch neben dem Trading wahrnehmen sollte, weil ansonsten geht so ein Trading-Tag, wenn man auf alle Märkte und alle Länder schaut, ja, fast rund um die Uhr. Wenn man den Forex-Markt hinzunimmt, sowieso. Und man muss sich selber Grenzen einweisen oder einziehen, sonst ist man den ganzen Tag nur noch vorm Computer. Und das ist eigentlich auch nicht das, was man sich unter Freiheit als Trader vorstellt. Und wo du es gerade ansprichst, wenn wir jetzt gleich ein wenig Ruhe haben sollten, werden wir natürlich nochmal darauf eingehen. Wir konnten ja am Anfang wenig über JFD sprechen und über die Möglichkeiten, die ihr habt, JFD bei Webinaren zu folgen, Live-Trading-Räumen zu folgen, bei Livestreams zu folgen, würde ich dann natürlich gerne nochmal kurz die Chance nutzen und darauf hinweisen. Denn wie der ein oder andere von euch weiß, bin ich ab kommender Woche Dienstag für 2 Wochen in den Staaten und werde Donald Trump mal ein wenig auf die Füße treten und es ist wohlgemerkt nicht wirklich Urlaub, aber ich bin nicht da und ich werde dann auch mal erzählen, warum, weshalb, wieso ich da rüberfliege, aber grundsätzlich wird der liebe Andreas Müller mich vertreten, zumindest teilweise im Live-Trading-Room, wird dort viermal, was hatten wir in den 2 Wochen, Dienstag und Donnerstag, richtig? Ja. Genau, einen Live-Trading-Room abhalten, ihr werdet das, ich gehe mal kurz, Moment, muss das nur kurz vorbereiten jetzt hier, dass ich mal kurz die Website von JFD nochmal mir schnappe, wir gehen mal kurz auf meinen Bildschirm,
Und dann zeige ich euch das mal kurz. Dann sind wir natürlich gleich wieder beim Andreas zurück auf seinem Bildschirm. Jetzt dürftet ihr kurz die Website von JFD sehen. Und wenn ihr auf diesen Punkt Research geht, wenn ihr dann auf den Punkt Webinare und Events geht, dann kommt ihr schlussendlich zum Webinar- und Eventkalender. Und der zeigt die Livestreams, die Live-Trading-Räume, der zeigt die Webinare. Sicherlich wird der ein oder andere auch dieses Webinar natürlich dort gefunden haben. Aber wir haben da noch so einiges mehr. Wir sind wirklich sehr, sehr zahlreich heute hier im Webinar. Und ihr habt dann hier die Möglichkeit am Morgen, jetzt lädt der Rechner hier noch, am Morgen, also wir haben ja heute Mittwoch, ne, am Morgen den Livestream DAX Long oder Short, davor ein englischer Livestream, JFD Traders Espresso, dann eben der Livestream mit Christian Kämmerer, JFD Devisenradar, dann nochmals am Nachmittag ein Livestream Traders Tea Time. Das ist alles auf YouTube, ja, dann eben die US Opening Bell und eben schlussendlich dann auch Webinare in Bezug auf das Devisenradar am Mittwoch zum Beispiel immer oder aber auch den Live-Trading Room. Und das ist ein Webinar, wo hauptsächlich ich dann die federführende Macht quasi habe und entsprechend dort trade, mein Trading vorstelle, Trades vorstelle. Tagtäglich schauen wir etwas detaillierter als in den Livestreams auf den Markt. Ihr habt Möglichkeiten, Fragen zu stellen, theoretische Fragen, praktische Fragen. All dies ist dort möglich und schlussendlich wird dann in diesem Kalender, ja, wenn wir nach unten scrollen, dann seht ihr, dass wir am Montag, am 4. nochmal einen Live-Trading-Room haben und ab Dienstag, dem 5. erstmal keine Live-Trading-Räume drinstehen werden oder drinstehen. Und am 7.11., ne, wenn ich mich richtig erinnere, wir begrüßen einen weiteren Protagonisten, steht hier. 10.30 Wahnsinn, wer Uhr. ist denn das? Also dort wird natürlich dort dann der Andreas Müller den Live-Trading-Room abhalten. Ihr seid herzlich eingeladen, klickt dort einfach drauf und entsprechend klickt ihr dann auf Anmelden und seid dann in diesem Trading-Room mit dabei. Und das Bild hier unten ist schon da von Andreas Müller, wer ihn noch nicht kennt, und Christian Kämmerer gegebenenfalls vielleicht sogar auch mit dabei. Und dann geht es dort in den 2 Wochen, wo ich nicht mit dabei bin, trotzdem mit dem Live-Trading-Room weiter. Und ich werde sehen, dass ich den DAX Long oder Short Livestream entweder live halte aus den Staaten oder dann eben wenigstens als Video zur Verfügung stelle. Das nochmal ganz kurz dazu und ich switche wieder auf den Bildschirm von Andreas rüber und wir schauen nochmal auf den Markt, ob es da jetzt noch was gibt, was zu besprechen ist. Der Markt ist nochmal an die Tageshochs rangelaufen, aber ist von dort wieder leicht minimal abgeprallt. Also da scheint jetzt doch nicht mehr so viel zu passieren. Andreas, kannst du auf deinen Bildschirm stellen? Geht das? Da scheint nicht viel Action zu sein, letzten Endes. Moment. Ach, ich muss hier das Dingsbums wieder machen. Ah, ja. Meinen Bildschirm übertragen. So, da sind Ja. wir wieder. Perfekt. Rico schreibt, günstig, Gold ist günstig, 14,83 oder war günstig. Mittlerweile sind wir ja schon wieder hoch. Und ich, wer meine Long-Position im Gold kennt und weiß auch, wo der Stop lag, der weiß, dass ich ganz, 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 ganz knapp nicht ausgestoppt worden bin. Und jetzt schauen wir mal, dass Gold sich dann hoffentlich doch wieder weiter genorden. Und hier auch nochmal, ne, normalerweise Gold und die Indizes, weiß nicht, wie du das betrachtest, aber wir haben ja eigentlich, sage ich mal, vorrangig eine negative Korrelation zwischen Gold und den Ja. Indizes gehabt in den letzten Wochen, also davor auch mal eine positive Korrelation, aber wir sehen jetzt hier, ne, vorher Gold schwach, ja, die Indizes nicht so richtig nach oben gewollt, Gold stark, Indizes nach oben, eigentlich müssten die Indizes doch jetzt abgeben. Also hier doch teilweise verkehrte Welt. Und man sollte sich eben auch nicht immer auf solch Korrelationen, negative oder positiverer Natur, nur blind verlassen, ne? Sondern natürlich den Das stimmt. gesamten Kontext sich immer anschauen. Ne? Ich denke, weil ja die Fed allgemein Geld in den Markt pumpt mit der Zinssenkung, da steigen natürlich mehrere Assetklassen und da ist diese Gesetzmäßigkeit, dass Gold steigt oder was heißt Gesetzmäßigkeit, was man oft beobachtet, diese Korrelation ein bisschen außer Kraft gesetzt. Also die Anleihen steigen auch stark und wie man jetzt gerade hier sieht, ist der Euro-US-Dollar sogar auf einem Tageshoch. Also der hat komplett das erste Signal, den ersten Schreck überwunden und ist hochreversiert. Und hier Und war ja insofern. meinerseits die Kernunterstützung 1,1075 und wir sind quasi dort jetzt zum dritten Mal. Wir haben da so einen dritten Triple
Bottom quasi ausgebaut. Wenn du mal ein bisschen zusammenscrollst oder mal auf 15 oder eine halbe Stunde gehst im Euro US-Dollar, dann sieht man, dass wir dort noch ein Stück, ne, nicht ganz nach unten, aber wir sind dort unten ja zweimal an die 75 ran und haben jetzt nochmal diesen Bereich nicht nach unten durchschritten und jetzt eben der Markt da doch wieder relativ stark auch nach oben. Genau, und genau, Gold, das Geld muss ja irgendwo hin und das war ja auch eine Zeit lang so, dass wirklich alles gestiegen ist. Ja, der Rentenmarkt, die Indizes, die Commodities, also alles gestiegen. Überall wurde Geld reingepumpt, das billige Geld, es musste ja irgendwie hin. Ja, das stimmt. Und vielleicht nimmt es aber jetzt auch ab. Also Fed Powell hat ja auch signalisiert, dass das Ende der Zinssenkung jetzt erstmal reicht ist. Also vielleicht müssen die Märkte oder die Wirtschaft muss jetzt auf eigenen Füßen stehen und kann nicht mehr hoffen, dass immer weiteres Geld in sie hineingepumpt wird. Und ob eine Inflation kommt oder nicht, das wird sich zeigen mit den nächsten Wirtschaftsdaten. Die Realzinsen sind schon knapp unter Null in den USA. Auch das ist eine interessante Geschichte, dass man hier nicht nur den Leitzins sich immer anschaut, sondern auch die Realzinsen, was wirklich beim kleinen Unternehmen am Ende übrig bleibt. Und da gibt es, denke ich mal, die nächsten Monate noch viel darüber zu diskutieren. Es findet ja noch eine FED-Sitzung statt. Ich glaube, im Dezember haben wir noch eine. Glaube ich, 11. Dezember oder so meine ich. Und dann ist das Jahr ja auch schon zu Ende. Und nächstes Jahr können wir auch nicht mehr auf den Herrn Draghi setzen, sondern wir haben Christine Lagarde. Und was man so hört, ich kenne sie persönlich ja gar nicht, 11. soll sie auch hardcore mit Liquidität unterwegs sein. Also vielleicht das Erbe von ihm antreten und dann vielleicht auch in Richtung Helikoptergeld. Ich habe das schon mal in den Raum geworfen. Ich glaube, morgen kommt da der Artikel erst auf trading-treff.de. Da hatte ich schon mal reinschauen dürfen beim Kollegen, was es da für Mittel und Wege geben kann, weitere Akzente seitens der Notenbank in der Wirtschaft zu setzen und zu hinterlassen. Ja, was hinterlässt denn der Markt heute? Also haben wir jetzt dieses Also Hoch, was ich wir. denke, also jetzt ich bin ja auch grundsätzlich Daytrader, aber ich mache mir schon auch noch so ein bisschen das übergeordnete Bild in dem Sinne, dass ich schon versuche auch mal zu gucken, okay, was könnte so in den nächsten Tagen passieren? Wir hatten schlussendlich in den letzten zwei Zinssenkungen danach fallende Kurse. Wir sind auf einem relativ hohen Niveau. Wir haben die Volatilität auf extrem niedrigem Niveau. Die Sentimentindikatoren sind auf teilweise extremen. Und der Markt schafft es jetzt nicht, nennenswert nach oben rauszugehen. Mal schauen, wie sich das morgen zeigt, wie sich das jetzt in den nächsten Minuten und Stunden noch zeigt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir in den nächsten Tagen doch auch erstmal so ein bisschen die Ernüchterung sehen. Und gerade wenn du eben sagst, die Wirtschaft muss oder der Markt muss jetzt quasi auf eigenen Beinen stehen, die Wirtschaft auf eigenen Beinen. Ich denke, das wird der Wirtschaft merklich schwerfallen. Zumindest in Amerika. Also das ist halt wirklich schon teilweise alles künstlich hochgehalten und wenn jetzt dort eben signalisiert wird, dass auf jeden Fall die Unterstützung eben seitens der Fed fehlen könnte, muss das nicht heißen, dass jetzt der Markt wirklich extrem weiter durch die Decke geht. Zumindest kurz, also auf Sicht der nächsten 1, 2 Wochen, ne, ist da durchaus auch ein Weg nach unten denkbar und da werden wir morgen früh mal schauen, was sich da dann noch so ergibt. Man muss das ja auch so ein bisschen aus Sicht der Verbraucher sehen. Also letzten Endes, wenn der Verbraucher nicht mehr in der Tasche hat, weil er nicht mehr verdient, also dann bringt es auch nichts, wenn Amazon mit einer Drohne ausliefert. Also man bestellt ja dann nicht mehr Pakete oder man kann auch nicht an jedes Ohr ein neues iPhone 11 halten. Auch die Teile werden immer teurer. Ja? Also Konsumgüter ist ja ein Handy mittlerweile eines der meistgenutztesten Konsumgüter, also noch stärker als das Auto oder so. Und insofern, wo soll das Wachstum dann noch herkommen? Also noch konsumieren die Amerikaner sehr, sehr stark. Der Konsum in Deutschland ist auch stabil, wie gesagt wird. Er könnte viel, viel höher sein, weil die Spareinlagen extrem hoch sind. Also die Deutschen horten immer noch ganz, ganz viel Geld. Aber ob die das jetzt, die Deutschen das in Immobilien stecken und vielleicht noch eine zweite oder dritte Eigentumswohnung in irgendeiner Stadtlage kaufen und dort die Preise hochtragen oder ob sie treiben oder ob sie sich ein drittes Auto kaufen, man weiß es nicht, wie sie reagieren. Also letzten Endes hängt auch viel davon ab, wie die Menschen reagieren, ob sie auch panisch werden. Also wenn es dann runtergeht, eine Commerzbank ist zum Beispiel als Gründungsmitglied letztes Jahr aus dem DAX gefallen und wurde durch, oder dieses Jahr wurde durch Wirecard ersetzt. Und seitdem hat die Commerzbank die Aktie nochmal 30% verloren. Die Deutsche Bank steht bei 6 Euro, also hat auch eine Eigenkapitaldecke von ganz schlecht und möchte durch den Konzernumbau, der wie viel der ist es, ich weiß es gar nicht,
gefühlt der Hundertste, Ja. muss ich nochmal 2 Milliarden Rückstellung bilden für den Konzernumbau. Was das alles kostet, das wird das Ergebnis belasten. Also haben wir wahrscheinlich wieder kein richtiges, positives Ergebnis. Und ja, wo soll das am Ende enden? Also werden überall auch Menschen entlassen. Auch das liest man immer wieder als Headline. Also ob das jetzt Bosch ist, Siemens, Conti oder auch die Banken selbst. Da werden Arbeitskräfte eingespart. Wo sollen die Leute hingehen? Und vor allem, mit welchem Geld sollen sie dann konsumieren, wenn sie keinen Job mehr haben? Das sind so Genau. die Fragen, Ja. über die man auch mal nachdenken sollte. Und vor allem, wie du vorhin, glaube ich, schon angeschnitten hast, in Amerika ist es eben wirklich so, dass der Otto Normalverbraucher wirklich teilweise mehrere Jobs hat. Viel im Servicebereich oder eben in kleineren Nebenjobs, ja. Und die fallen natürlich dann auch, wenn irgendwo der Konsum fehlt. Wenn diese Kette einmal losgeht, dann rasselt es eben auch, ne? Weil es ist dann so ein Domino-Effekt, der nach unten stattfindet. Und mal gucken, wie die Stimmung drüben ist. Ich werde es ja jetzt sehen, wenn ich drüben bin. Wir werden mich da auch wieder mit vielen Leuten unterhalten, wie die das Ganze sehen und betrachten, auch die gespaltene Meinung zu Donald Trump, die doch drüben, also es gibt wirklich zwei Hardcore-Lager. Ja? Es gibt eigentlich die wenigsten, die in der Mitte stehen und sagen, naja, geht so. Mal gucken, wie es da aktuell ist. Ne? Wird spannend. Berichte dann danach, sehr, sehr gerne. Definitiv, definitiv. Also gehst du nicht in die Staaten, du hast ja so ein Geheimnis drum gemacht. Also machst du wieder einen Au-pair-Shop und passt auf 17-jährige Kiddies auf am Pool? Kauf wieder ein paar Autos. Ach so, okay. Ich bin noch so ein Naja. Freund von alten US-amerikanischen Oldtimern und okay, das macht bin ja Sinn. unter anderem in Las Vegas auf der SEMA, so die weltgrößte Sehr gut. Autoausmesse. Und werde dort dann eben auch Freunde besuchen natürlich und werde auf die Suche gehen nach tatsächlich alten Autos. Ja. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht eine gewollte Parallele ist zu Coco Petco, der jetzt gerade sein Faible wieder für Autos erfunden hat. Ja, Ich nein, aber kaufe dein Auto.de oder so. Genau. Nein, das ist jetzt keine Parallele. Also ich habe es auch beobachtet. Ich kenne ja Coco eigentlich relativ gut und habe das jetzt auch beobachtet, dass er da wieder in Richtung Autos geht. Aber es ist in der Tat, was er da tut, jetzt mal ganz kurz dahin, das ist gar nicht so schlimm, ne? Weil die Margen sind dort wirklich in der Tat sehr interessant. Und das ist für mich als jemand, der sich auch in dem Bereich recht gut auskennt, was Investments in Richtung Autos betrifft, oder auch wenn man an den Wiederverkauf denkt, Autos in Dubai kaufen und in Europa verkaufen, ist gar nicht so ein dummer Gedanke. Ja, also ich wollte es auch nicht niederreden. Es ist mir nur aufgefallen, dass das parallel läuft mit deinen Bestrebungen. Na, ich bin Aber nicht kann alles deswegen auf super die Idee sein. gekommen. Nein. Aber er vielleicht, er hat dich vielleicht gesehen Durchaus. zuerst. Ich bin Wer ab weiß, und wer zu auf weiß. jeden Fall mit ihm in Kontakt, auch bezüglich Autos. Okay, na, ja, ist doch schön. Dann lass dir aber nicht den alten Porsche andrehen, den er jetzt gekauft hat irgendwie. Ich habe es nur in so einer Dann, Insta-Story das habe ich zum Beispiel noch gesehen. nicht gesehen, siehst du. So einen ganz abgerockten. Ja. Hat schon gesagt, den verkauft er jemanden aus Deutschland für 35.000. Na gut, nicht, dass du das bist. Also ich wollte ihn nur warnen. Gut, vielleicht noch ein abschließendes Wort zum Markt, bevor hier aufgrund der Handelszeiten oder der Zeitumstellung, also sind ja die Handelszeiten auch ein bisschen anders. Also in 40 Minuten hat sich's eh erledigt mit dem Markt. Also dann war es das in USA. Also Spekulation auf Triple Top läuft. Man weiß nicht, ob es so kommt. Ist auf alle Fälle ein Szenario, was man im Markt handeln kann. Den Ausbruch aus der Range, den habe ich staunend hinterhergeschaut, muss ich zugeben. Hatte ich so in der Minute nicht auf dem Schirm oder hat mich reagiert oder wie auch immer. Auch das gibt's. Muss man nicht traurig sein drüber im Trading, sondern sucht nach neuen Chancen. Und ich werde jetzt noch schauen, ob sich noch irgendwas vielleicht im Nasdaq ergibt. Der hatte ja enorm aufgeholt und hat auch noch Potenzial bis zu seinem Allzeithoch. Das war, glaube ich, vor den, waren das die Intel-Zahlen? Nee, das waren die Amazon-Zahlen, oder? Ja, jedenfalls vor den Quartalszahlen ist er dann, nach den Quartalszahlen ist er dann hier ordentlich unter die Räder gekommen. Er hat sich davon noch nicht wiederholt. Und beim DAX würde ich heute gar nichts mehr machen, weil da ist kaum Volumen drin. Ich würde aber mir für morgen auf alle Fälle wieder den Bereich von 50 anschauen. Also das, was ich vorhin in der Präsentation zeigte, diese Linie bei 50 wäre für mich auch ein Trigger, um long zu gehen. Also wenn der DAX über die 12.950 drüber loopt, dann wäre ich gewillt, hier long zu gehen mit Ziel Allzeithoch.
Jahreshoch erstmal, Jahreshoch. später als Welthoch. Jahreshoch, was hier bei 985 liegt und knapp drüber die 13.000, die wird vielleicht dann auch noch angelaufen. Und ja, dann kann man sich vielleicht auch mal in Richtung Allzeithoch orientieren. Dann sind es nämlich nur noch 600 Punkte. Sehr gut. Andreas, das war eine sehr, sehr gute Vorstellung, sehr schön, um es auch nochmal abzuschließen. Schlussendlich ist sogar ein kleines Plus, müsste rausgekommen sein, auch wenn dort oben jetzt ein Trade noch läuft. Der allerdings ist ja jetzt schon ausgestoppt, oder? Ja, ich glaube, das war's auch. Ne? Ja, aber es waren ja zwei kleine Risiken gegen einen größeren Gewinner. Von daher sehr, sehr schön. Ich bedanke mich vielmals dafür. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, auch das positive Feedback seitens der Teilnehmer, dass es euch natürlich auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. An dieser Stelle willst du noch ein abschließendes Wort sagen? Ansonsten würde ich schon mal ganz kurz mich von meiner Seite hier verabschieden, euch noch einen wunderbaren Abend wünschen. Wir werden uns morgen wieder hören in alter Frische. Und auch den Andreas, wie gesagt, kommende Handelswoche ab Donnerstag und dann eben erstmal auch im Live-Trading Room abwechselnd mit mir zusammen, sodass es für euch Abwechslung gibt und für mich ein wenig Entlastung. Freue ich mich sehr, 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 sehr stark darüber, dass Andreas dort mit an der Seite des Live-Trading Rooms unter anderem dann auch sein wird. Also Andreas, dir gebührt das letzte Wort und dann bis bald, euer Markus und Andreas. Ich hätte es nicht schöner sagen können, Markus. Also ich freue mich auf den Trading Room und schaut einfach rein. Es kostet nichts und es kann nur den Horizont erweitern letzten Endes, wenn man noch eine dritte oder vierte Meinung hört, neben all den anderen, die wir heute schon an Kanälen aufgezeigt haben. Also gehabt euch wohl, schönen Feierabend und bis bald im Trading Room. Bye bye und tschüss.